Retro-Kompott Classic, das Thema. Was bedeutet das? Neben unserem normalen Retro-Kompott-Podcast findet ihr hier auf vielfachen Wunsch der Hörer und ermöglicht durch unsere Patreon-Unterstützer die Themen aus dem Hauptpodcast rausgelöst und komplett in einem Stück. Ohne drumherum, direkt und speziell für unterwegs in datenkomprimierter Form. Weitere Infos gibt es im Abspann oder im Internet unter www.retrokompott.de. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, geht auf patreon.com und sucht dort den Retro-Kompott. Nun aber viel Spaß mit dem Thema. Wie schon angekündigt, gibt es heute das Thema Archon Archimedes. Und viele von unseren Hörern werden diesen Computer wahrscheinlich ja nie besessen haben und gar nicht genau wissen, um was es geht. Und wenn ich es ehrlich zugebe, ich weiß auch bei dem Thema manchmal gar nicht so ganz genau, um was es geht. Und was machen wir in so einem Fall? Wir holen uns Experten dazu, beziehungsweise Leute, die sich mit dem Gerät gut auskennen. Und wir haben zwei Experten hoffentlich in der Leitung. Und zwar einmal den Markus Schwertl. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Ja, und als zweites haben wir noch den Tim Jurecki hier. Hallo Tim. Hallo Patrick. Ja, und die Unwissenden, also auch mich unterstützen, beziehungsweise als Unwissender mit unterstützen, wird uns der Fab, der hoffentlich auch dabei ist. Ja, ich hoffe, die Stimme klingt gut heute mal. Die klingt wunderbar. Ja, dann übergeben wir doch mal in die Expertenrunde und lassen uns überraschen, wohin uns die Reise heute führt. Und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, wieso Archimedes? Wieso Archimedes? Markus, soll ich mal oder willst du? Ja, fang du mal an, weil du hast die längere Geschichte, glaube ich, als ich. Aber auch nicht viel länger. Also warum Archimedes? Gute Frage. Also ich habe in den 80er Jahren, ich glaube 1985 war das, einen Schneider CPC bekommen. Das war ja sozusagen der langweiligste 8-Bit-Rechner der 80er Jahre. Ich muss gerade lachen, weil es, glaube ich, einer der Lieblingscomputer vom Fab ist. Aber nur so, also mit dem CPC-Bashing, da habe ich schon sehr auf den Telefon gekriegt. Müssen okay, wir heute ein bisschen aufpassen. Jeder kann seine Meinung haben. Das Ding hatte nur versteckte Kleinigkeiten zu bieten. Also war auch ein toller Rechner, keine Frage, aber jetzt im Vergleich zum 64er oder Amiga, na gut, Amiga war ja 16-Bit dann, ne, so ein bisschen das Stiefkind. Ein Schulfreund von mir hat irgendwann dann ein Archimedes bekommen und hat mich mal eingeladen, mir das Ding zu zeigen, und ich war sofort hin und weg, als er mir ein paar Demos gezeigt hat. Also ich hatte vorher ehrlich gesagt auch noch nie die Amiga-Demos der Zeit gesehen, sondern 1990, 91 kannte ich alles gar nicht. Und mit diesen Archimedes-Demos hat er mich dann sofort dazu gebracht, dass ich mir auch unbedingt ein Acorn kaufen musste. Und warum Archimedes? Jetzt im Rückblick, das Aufregendste am Archimedes war meiner Meinung nach, dass er von Anfang an eine ziemlich gute, also heute würde man das Entwicklungsumgebung nennen. Er hatte im Prinzip eine vollständige Entwicklungsumgebung dabei. Es war ein Basic eingebaut und das war für ein Basic auch relativ gut. Und das Spannende war aber, dass man in diesem Basic auch Assembler-Code sehr, sehr einfach einbinden konnte. Also ich glaube, das ging so, du hast einen Speicherbereich definiert, wo der Code abgelegt werden sollte, und hast dann eine eckige Klammer aufgemacht und hast damit Assembler-Code losgelegt. Und das wurde dann kompiliert in dieser Basic-Umgebung. Und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Acorn-Besitzer auch programmiert haben. Also viele in Basic, aber viele eben auch in Assembler. Und ich glaube, diese Dichte an Entwicklern hat es weder vorher noch nachher auf einem System gegeben. Und das war eine sehr freundliche Szene, würde ich sagen. Das war so ein bisschen mein Weg zum Archimedes und was ich an diesem System so toll fand. Zu der Szene kommen dann später noch ein bisschen mehr, weil da gibt es natürlich noch mehr zu erzählen dazu, wie lustig das damals war. Mein Weg zu dem Teil ist ein bisschen lifestyleiger und weniger nerdig. Und zwar war es so, ich hatte den C64, logisch wie alle, und dann auch einen Amiga. Und dann irgendwann so Ende der 80er, Anfang der 90er, wurde der Amiga einfach alt. Es war ein Amiga 500. Und ich wollte dann nicht unbedingt aufrüsten auf einen neueren Amiga, die gab es dann durchaus auch. Und schon gar nicht wollte ich aufrüsten auf einen PC, wie es meine ganzen Kumpels getan haben, weil das war mir zu spießig, weil PC hatte ja wohl jeder, langweilig. Und da habe ich mich erinnert, dass in diesen ganzen alten Happy Computers immer so Mini-Artikel waren über den Archimedes und über Zarge, eben dieses eine Spiel von David Braben, das so wahnsinnig gut aussah und angeblich komplett im Basic geschrieben war. Und ich dachte mir, ich schaue mir das Gerät mal an, und habe dann tatsächlich mir ein A3000 geholt. Zu den Modellen erzählen wir vielleicht später auch noch mehr. Und dann bin ich halt kopfüber eingetaucht in diese Szene und habe dann damals auch schon ziemlich schnell dann den Tim kennengelernt. In jungen Jahren, halt nur über als Brieffreund quasi, denn das war alles noch vor Internet. Aber es war eine lustige Zeit. Und dann habe ich auch ziemlich lang mit dem Archimedes rumgemacht. Habe sogar noch meine Facharbeit fürs Abitur und sowas drauf geschrieben. Cool.
Mhm. Wenn ich mal kurz da reinwerfen darf, also ich habe damals einen Amiga gehabt, auch einen 500er, und habe aber immer, eigentlich war das so mein Traumgerät, so ein Archimedes mal zu besitzen, aber den konnte ich mir halt nie leisten, weil ich habe auf dem Amiga viel Raytracing gemacht, ne, und habe dann da stundenlang zugesehen, wie die Bilder Zeile für Zeile berechnet wurden, und dann habe ich gesehen, was der an CPU-Leistungen hatte, und zack, waren die Dinger fertig berechnet, und ich wollte unbedingt sowas haben, aber kam halt die dazu, leider, ne? Könnt ihr euch erinnern, was die gekostet haben, damals die Geräte? Was musste man ausgeben, um ein vernünftiges System zu haben? Ja, also ich glaube, 1500 Euro gezahlt für den Rechner. Das war ein A3000 mit einem Megabyte RAM. Genau. 1991. Und dann kam, kurze Zeit später, kam eine Festplatte dazu, 170 Megabyte für 800 Mark ungefähr. Ja, genau. Das ist schon ordentlich. Aber ich glaube, ganz am Anfang waren die auch noch ein Stückchen teurer, ne? Also ich glaube, die haben mit irgendwie 3000 Mark angefangen oder ja, so. Das glaube ich also auch, ja. Die ersten, ich glaube, der hat der 87 kam ja der erste raus oder so, ne? Und also dann sind die natürlich irgendwann im Preis ein bisschen runtergegangen, aber also ich weiß noch, dass ich damals dachte, mein Gott, der Amiga war schon so teuer, und das Ding legt aber da auch ordentlich nochmal was drauf, ne? Also, aber war ja auch sein Geld wert eigentlich. Definitiv, ja. Überhaupt nicht, ja. Ja, war eine coole Zeit. Müssen wir eigentlich mal erklären, was eigentlich das Besondere am Archimedes war, also diese RISC-Architektur, was das überhaupt heißt, weil vielleicht weiß das ja auch nicht jeder. Mit Sicherheit, ja, klar. Das ist ja eine Sache, die bis heute nachschwingt. Auch das wissen die wenigsten. Ja, da kann der Tim viel dazu erzählen. Der hat sich da eingearbeitet, das weiß ich zufällig. Jetzt erwischt mich aber ziemlich kalt. Also ich kann jetzt keine wissenschaftlich korrekte Definition da geben, aber man hat irgendwann festgestellt in der Prozessorwelt, dass wenn man Assembler-Programme schreibt, immer nur relativ wenige Instruktionen oder Rechnungen nötig eigentlich sind. Und die Firma Acorn war dann eine der ersten Firmen, die auf das RISC-Konzept gesetzt haben. Also die haben einen Prozessor entwickelt mit sehr wenig Befehlen, die auch alle dieselbe Länge hatten, 32-Bit. Und diese Befehle wurden aber optimiert. Und das wirklich Geniale am ARM-Prozessor war, dass die einzelnen Assembler-Befehle, also die RISC-Befehle, sehr flexibel waren. Also man konnte, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wer von euch jetzt schon mal Assembler programmiert hat, von euch jetzt hier im Gespräch und von euch draußen, aber man konnte in jedem, zum Beispiel beim Additionsbefehl, konnte man ein Zielregister wählen, ein Register 1 und Register 2, die dann addiert wurden zum Beispiel. Und man konnte das Register 2 auch immer shiften, also um eine bestimmte Bitanzahl nach links oder rechts shiften. Und das hat, da konnte man wirklich in sehr kurzem Code sehr viel erreichen, und das wurde auch schnell ausgeführt und hat wenig Strom gebraucht. Das ist ja der Grund, warum der ARM-Prozessor heute in jedem Gerät, vom Handy bis zum Kühlschrank oder so, eingebaut wird, ne? Obwohl ja Acorn schon seit 20 Jahren oder so weg ist. Der ARM ist noch überall verfügbar. Ganz genau. RISC heißt ja eben Reduced Instruction Set Computer. Ich glaube, diese Abkürzung ist nochmal wichtig, dass man weiß, was es überhaupt ist. Und tatsächlich ist es so, ja, das Ding ist überall aufgetaucht. Und du hast mir gestern was erzählt vom Roger Wilson, Tim. Das ist eine interessante Geschichte von dem Typen, der das quasi erfunden hat. Ja, der Roger Wilson war ein Mitarbeiter bei Acorn. Und der hat den ARM-Chip designt und hat später auch Teile von RISC-OS geschrieben. Also ich finde, das ist so von allen Figuren, die es in der Computerwelt gibt, also ob man Steve Jobs nimmt oder Bill Gates oder andere, ich finde, Roger Wilson ist so die interessanteste Figur von allen und auch die am wenigsten bekannte. Das ist doch die Person, die später als Sophie Wilson aufgetreten ist, ne? Das ist richtig. Richtig, genau. Ich habe einen Film gesehen, nämlich wo dann Sophie Wilson genau diese Dinge erklärt. Das war ja das Spannende. Und auch die Person ist an sich als Person interessant. Das ist sehr skurril im ersten Moment, muss man auch sagen. Ja, definitiv, ja. Aber hochinteressant und mit Sicherheit auch damals noch gar nicht absehbar, was da wirklich draus werden könnte aus dieser Erfindung oder aus dieser Idee. Ja, kurzer Einwurf. ARM ist ja an sich auch nochmal eine Abkürzung und heißt ja Acorn Risk Machine. Das so als lustiger Nebenwitz. Ja, also was sich jemand wundert, warum diese Dinger ARM-Prozessor heißen. Das hat, ja, also und so hat denn Acorn seinen Namen heute immer noch irgendwo mit drin sozusagen, wie du schon sagst. Die Firma selber ist ja schon längst von der Bildfläche verschwunden.
Die stellen ja auch keine Prozessoren eigentlich her, sondern halt das Design. Und jeder muss es dann, jede Firma, die das lizenziert, muss es dann für sich selber umsetzen. Ne? Die haben das Copyright an der Idee, sagen wir so. Genau, mhm. Genau. War ja dann auch der Quell zahlreicher Wortspiele damals. Es gab ja dann so eine Prozessor-Generation, die hieß ja dann Strong Arm, ne? Starker Arm, haha. Und dann eben diese ganzen, in der Szene dann, wo wir ja später noch dazukommen, waren halt Arm-Wortspiele sehr, sehr beliebt. Also wirklich bis zum, man konnte sie nicht mehr hören, ne? Armageddon und so. Das war furchtbar. Nee, nicht nur die Demo-Gruppen hießen so und ihre Demos, es gab auch Spiele, die irgendwie Arm oder Ark. Ark war der andere Bezug, den viele Leute hatten. Ne? Also es gab zum Beispiel eine Demo-Gruppe, die hießen Ark Angels. Und Ark kam, hatte auch irgendwas mit Econ zu tun. Ach ja, Archimedes, Ark, genau. Richtig. Ja. Okay. Können wir vielleicht mal kurz ein bisschen über die Computer selber reden? Weil es gab ja, wir sagen immer Archimedes, aber es gab ja ganz, also ziemlich viele verschiedene Modelle. Eben von diesem ersten A305 dann bis über den A3000, den Tim und ich hatten. Dann gab es mal so Zwischenschritte, den A4000 zum Beispiel, den A3010, der so ein bisschen aussah wie ein Atari ST, aber halt eigentlich so ein bisschen ein Billigcomputer war. Den A5000, so diese Traummaschine dann bis zum RISC-PC. Den hattest du dann auch, Tim, oder? Richtig? Ich hatte dann ab 94 einen RISC-PC, genau, ja. Was ich optisch interessant finde, war ja schon mal bei den Geräten die farbigen Funktionstasten bei einigen Modellen, die ja schon früher der BBC Micro hatte. Das fand ich jetzt als Wiedererkennungswert ganz nett. Aber auch das wurde anscheinend nicht konsequent durchgezogen. Ich glaube, die größeren Modelle hatten die Farben dann nicht mehr. Die hatten so ein Farbschema. Und zwar für die Homecomputer grüne Funktionstasten. Dann gab es für irgendwas anderes rote. Und für die Business-Modelle haben sie dann alles in grau gehalten. Das sollte dann ein bisschen. Das passt. Genau, so habe ich das zumindest gelesen. Nee, das passt auch. Sollte es seriöser sein, genau. Ja, eben, und so RISC-PC war halt dann schon so ein bisschen das Ende der Ära und auch war eine High-End-Maschine, oder? Das war ein richtig geiles Teil eigentlich, auch vom Hardware-Design her, mit diesen Steckkarten. Man konnte die aufeinander stapeln, wenn man verschiedene Sachen reinstecken wollte. Es war ein richtig cooles Ding eigentlich. War richtig klasse. Man konnte Prozessor rausziehen, neue Prozessorkarte reinstecken oder man konnte eine PC-Karte mit einem, ich weiß nicht, 486er oder so Prozessor reinstecken und hatte dann eine ziemlich schnelle PC-Emulation. Es gab ja diese Module vom RISC-PC, wenn man da jetzt drei oder vier Stück hatte, konnte man auch dann Festplatten direkt reinstellen und irgendwelche anderen Ergänzungen und so. Ja, es war schon ein tolles Gerät. Aber hat da nichts mehr gebracht. Eine kurze Zeit später war es dann vorbei mit Econ. Ja. Aber so die aber so dieses Upgrade-mäßige war immer ganz, ganz stark bei denen. Also ich weiß noch, meinen A3000, den hatte ich erst mit einer Festplatte aufgerüstet, die intern verbaut war. Dann habe ich Prozessor-Upgrade von ARM2 auf ARM3, auch intern drin. Und dann gab es einen Händler in Wasserburg am Inn. Kennt keiner mehr heute, Interstellar Overdrive Computers. Markus Huber, wenn du uns hörst. Superladen damals. Und die haben eine Hardware-Entwicklung gehabt. Das war Gamers Upgrade. Das waren Joystick-Buchsen, die dann quasi reingebohrt wurden in dieses Gehäuse. Und der Sound wurde auch verbessert. Der war nämlich original beim A3000 gar nicht mal so gut. Und solche Erweiterungen gab es eben ganz, ganz viele. Das war richtig cool. Man konnte sich quasi schon so ein bisschen sein System auch hintunen, wie man wollte. Verstehe. Na, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Leute, die dafür verantwortlich sind, am Anfang den BBC Micro entwickelt, ne? Und auch diesen, was gab's denn da noch? Wie ist denn dieses andere Teil, was nicht so erfolgreich war? Irgendwas Neutron oder so. Die haben auf jeden Fall am Anfang, genau, Elektron, so hieß der. Elektron und Atom war, glaube ich, der erste von denen, ne? Ja, genau. Mhm. Und da kam das her und bei den ersten Modellen von Archimedes, da war ja immer noch so ein BBC-Logo mit drauf, ne? Mhm. Und dann, Erzählt da ruhig mal darüber mal ein bisschen sozusagen chronologisch, wie so die mal, also was hatten die eigentlich die genau für eine Spezifikation, die Dinger? Ne? Die waren ja mit diesen ARM2 erstmal und dann ein bisschen aufgerüstet später und irgendwie am Anfang, was hatten die 12 Mega, ne, am Anfang 8 Megahertz, ne? Und dann später 12? Aber also müsst ihr mal mir ein bisschen nachhelfen. Da weiß ich nicht so. Also mein A3000 hatte 1 Megabyte RAM und ich glaube, das konnte man bis zu 4 Megabyte erweitern. Mehr war dann, glaube ich, nicht möglich. Der Prozessor wurde mit 8 Megahertz getaktet und das RAM hatte auch einen Takt von 8 Megahertz.
Was es sonst noch gab, ach ja, der eingebaute Grafikchip, der hieß VIDC, und der war relativ flexibel. Also zu der Zeit war das so, wenn man auf anderen Systemen jetzt einen eigenen Modus programmiert, also wenn man zum Beispiel einen Overscan-Modus brauchte für Spiele oder für Demos, dann war das immer eine ziemlich große Sache, weil man bei bestimmten Geräten, damals auf dem 64 war es richtig schwierig, da einen Overscan-Modus hinzubekommen. Und dieser VIDC im A3000 war sehr flexibel. Also du konntest, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die maximale Auflösung war, aber du konntest Auflösung im Prinzip frei wählen und hattest verschiedene Farbmodi, entweder 2, 4, 16 oder 256 Farben. Wobei das Lustige an diesem Grafikchip war oder an den Farbmodi war, dass es nur 16 Farbpaletten gab. Also du hast einen Grafikmodus jetzt mit 256 Farben, aber nur eine Palette mit 16 Farbeinträgen, die du definieren kannst. Das führt dazu, dass von diesen 256 Farben 240 abgeleitet werden müssen aus den 16 Grundfarben. Und darum fand ich zumindest, Markus, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sehr viele Spiele zum Beispiel sahen irgendwie albern aus. Weil ja, die, bunt. Weil die, bunt, genau. Denn besonders die Spiele aus England, die haben immer versucht, alle Farben, die möglich waren, also man war damals sehr stolz, die haben 256 Farben, richtig toll, man wollte auch alle Farben zeigen und das wirkte dann immer so ein bisschen unbeholfen. Und es gab dann auch immer viele Leute, die so ein bisschen neidisch zum Amiga gespielt haben, weil der ja ganz gute Grafikmodi hatte mit, ich weiß nicht, 32 oder 64 Farben waren da möglich und stimmten dann auf 4096. Und also viele Leute auf dem Archimedes waren eben dann grafisch nicht so besonders diszipliniert und haben dann immer den Bildschirm mit komischen Farben voll gepinselt. Und das war immer so ein kleines Problem. Ja. Ich habe auch gehört, irgendwie, dass der nur einen Hardware-Sprite zur Verfügung stellen konnte, dieser Grafikchip, und der war eigentlich der Mauszeiger, zumindest der war dann sozusagen in Hardware. Und das war natürlich ein bisschen wenig für Spiele, ne? Also ich glaube, der Amiga konnte da ein bisschen mehr, die hat ja so extra Chips für Grafik und Sound und so, die so ein bisschen dedizierter waren. Ja. Aber ich fand natürlich auch cool, als ich gehört habe, was man alles an Grafikmodi da machen konnte, habe ich auch gleich gemerkt, okay, eine Menge Farben, aber die eigentliche Farbpalette war dann halt nicht so hoch. Ne? Das hab ich halt auch gleich gemerkt. Aber auf dem Amiga war das halt auch nicht anders. Man konnte eigentlich auch nur mit 32 Farben richtig was anfangen und die anderen Modi mit 64 oder mit 4096 Farben, da warst du dann auch total eingeschränkt und konntest irgendwie in jeder Zeile auch immer nur so viel Bit davon benutzen oder irgendwas abändern, aber nicht alles. Also das war auch irgendwie, es gab ja kaum Spiele, die den 4096 Farbenmodus dann auch unterstützt haben, weil das wirklich sehr umständlich zu programmieren war, soweit ich weiß. Ja, du hast gerade gesagt, Hardware-Sprite, ja, der hatte tatsächlich nur einen Hardware-Sprite, aber man konnte schon mit Software-Routinen konnte man auch schon ordentlich Sprite machen. Ja, natürlich, hat ja genug CPU-Power, also insofern ging das wahrscheinlich schon. Ne? Weiß denn jemand, warum nicht der Computer selber, der war nur extrem schnell von der Hardware-Architektur her und hatte ja nur diesen speziellen Prozessor. Und wenn man einige Programme sieht, die auch im Basic ablaufen, ist die Geschwindigkeit wirklich sensationell im Vergleich zu den damals bekannten Geräten. Warum gab es denn da nicht einen speziellen Grafik oder vor allem auch einen speziellen Soundchip nochmal dazu, wie jetzt bei Amiga oder anderen Geräten, die einfach gewisse Sachen nochmal optimiert hätten? Weil dann wäre es doch die Die Wollmilchsau. Ja. Richtig, ja. Genau. Also ohne es genau zu wissen, vermute ich mal, dass es einfach eine Kostenfrage war. Mhm. Und es ist ja auch so, du hast ja da einen Nicht-Standard-Prozessor drin. Also wenn du so überlegst, was Atari ST und Amiga gemacht hatten, die hatten ja, der 68000er war ja ein Standard-Prozessor von Motorola, den gab es halt schon. Und das RISC-Ding gab es halt nicht. Und da müsstest du ja erstmal die Schnittstellen zu anderen Prozessoren dir konstruieren oder halt einen speziellen Grafikchip dafür dann dir wieder bauen, was wieder die Kosten hochtreibt. Ich glaube, es war einfach so das sparen wir uns jetzt und erschlagen das einfach mit brutaler Kraft. Weil unser Prozessor ist ja schnell genug. Und das, mein Gott, das war ja nicht wirklich ein Nachteil, dass die Grafik schlecht gewesen wäre. Das Ding hat ja mit anderen Sachen zu kämpfen. Ich denke mal einfach, das war eine Kostenfrage, deshalb hat man es nicht gemacht. Tja, schade jetzt zum Nachteil. Aber diesen Grafikmodus, da gibt's eine lustige Anekdote, nämlich, ich habe mal mit einem anderen Archimedes-Besitzer aus Österreich haben wir versucht, ein Spiel zu machen. Also es hätte so ein Japano-Rollenspiel werden sollen. Und aus irgendeinem Grund hat er beschlossen, dass ich die Grafiken malen soll. Ich habe keine Ahnung, wieso, weil ich bin nicht besonders gut, aber war halt mein Job. Und aus einem anderen Grund hat er beschlossen, dass er einen Grafikmodus wählt, wo die Pixel hochkant rechteckig sind. Einfach, weil es irgendwie
Praktische für ihn war zum Programmieren, keine Ahnung. Hieß aber, ich musste diese ganzen Landschaftsteils malen mit rechteckigen Hochkantpixel, was natürlich ein furchtbares Ergebnis war, einfach grauenvoll. Die Farben schrecklich. Wir sind Gott sei Dank nie über eine scrollbare Landkarte hinausgekommen. Und das Ding ist dann Gott sei Dank versandet, das Projekt. Ich bin sehr froh, weil es mir heutzutage, glaube ich, einfach nur peinlich. Was ich noch interessant finde beim bei dem Rechner ist ja, dass irgendwie das Betriebssystem inklusive allem drum und dran im ROM drin war. Ne? Das ist ja total fantastisch. Also dadurch musste ja eigentlich das Betriebssystem selber eigentlich nicht nachgeladen werden, sondern steht bestimmt dann eigentlich beim Booten gleich zur Verfügung. Ja, wenn ich mir das so, stelle ich mir das vor. Stimmt. Gut, und da waren ja sogar die grundlegenden Anwenderprogramme und so waren ja auch alle noch in ROMs. Für Updates dann ziemlich simpel. es ist ja sogar ein Speicher, das Betriebssystem war ja auf 4 ROMs drauf, soweit ich weiß. Es blieb ein 5. ROM immer noch frei. Das heißt, das war auch noch irgendwie theoretisch wohl geplant oder machbar, dass man einfach ein komplett neues Betriebssystem dort reinstecken hätte können, wenn es das gegeben hätte wahrscheinlich. Ja, hätte sein können. Ne? Ja, aber ich glaube, das gab's nicht. Ne? Oder hatte man da eine Auswahl? Ich glaube, bei den späteren Modellen hatte man noch weitere Applikationen und Zusätze sind dann von Diskette nachgeladen worden oder von Festplatte. Das war auch das war auch beim A3000 schon so weit. Der war ja im Original, war das ja noch mit RISC-V S2, wenn du den neu gekauft hast. Und ich habe dann, ich weiß es noch ganz genau, wie ich in den Laden bin und mein RISC-V S-Upgrade mir geholt habe. Und es war wirklich dann auf ROMs drauf, das musstest du halt reinstecken. Und dann hat es aber nicht lang gedauert und dann waren schon die ersten Erweiterungen, die sind dann kursiert. Also quasi Patches und dann hattest du ja doch am Ende so eine Art Startdiskette oder halt dann von der Festplatte eine kleine Bootsequenz, wo du halt doch wieder Sachen nachgeladen hast, also Dienstprogramme oder halt auch Mini-Patches, die das RISC-V S3, das du halt gekauft hast, auf RISC-V S3.1 oder 3.11 quasi hochgepatcht haben. Aber im Grunde war es schon so, es war schnell, viel, viel schneller als jeder PC, der damals irgendwie hochgefahren ist. Und du hast ja, glaub, durch einen gewissen Tastendruck auch verhindern können, dass du die Sachen nachlädst. Da war es einfach wirklich das nackte RISC-V S3 und das war einfach dann da beim Einschalten. Das war schon sehr praktisch. Ja, und das ganze Betriebssystem war in Modulen organisiert. Also du hattest irgendein Betriebssystem, RISC-V 2 oder RISC-V 3 und konntest dann zum Beispiel nur das Soundsystem oder die Schriftartenverwaltung oder irgendwas anderes updaten. Also da gab es dann irgendwie, damals hieß das noch PD, Public Domain, gab es irgendwelche Versender, die haben dann die Updates verschickt und du hast einfach dann das und das und das abgedatet und konntest die einzelnen Module auch selbst sehr gut ansprechen. Also du hattest eine Top-Bibliothek, also ja gut, Top kann man nicht sagen aus heutiger Sicht, aber für damalige Verhältnisse Top-Bibliotheken zum eigenen Entwickeln. Das war schon wirklich klasse. Mhm. Wenn ich es recht sehe, wurden ja die allerersten Modelle noch mit dem Betriebssystem Arthur ausgeliefert und das war irgendwie komplett in Basic geschrieben, ne? Sehe ich das richtig? Das war ja irgendwie, kam sie mit dem RISC-V erst später hinterher. Das war tatsächlich vor meiner Zeit. Also als ich meine A3000 gekauft habe, gab es zum Glück schon RISC-V. Okay. Mit Arthur musste ich mich nie rumschlagen. Das hat man mir aus Nostalgiegründen mehr angeschaut, aber das war es dann auch. Weil es war einfach alt, ne? Klar. Ich fand es nur interessant, dass das komplett in Basic geschrieben war und wahrscheinlich trotzdem sehr schnell. Also schnell war da alles. Das war das Schöne. Das war eben auch bei dem RISC-V S dann, weil du vorher gesagt hast, es hatte schon eingebaute Programme. Ja, das war so. Und die waren sogar richtig, also teilweise richtig gut. Es gab da eben Draw, das war so ein Vektorzeichenprogramm. Das habe ich für alles benutzt, weil das hatte vektorisierte Schriften, war richtig, richtig bequem, mächtig. Man konnte richtig viele Sachen mitmachen. Und vor allem, was halt echt cool war, diesen Dateiaustausch zwischen den Programmen, den hat RISC-V von Anfang an schon beherrscht, wo dann später Windows damit Werbung gemacht hat, oh, wir können jetzt von einem Programm ins nächste ziehen. Das ging damals schon. Du konntest quasi aus dem Paint, aus dem Pixelmalprogramm, konntest du quasi sagen, ich speichere jetzt und dann war im Speichermenü so ein Icon von deiner Datei und du konntest diese Datei nehmen und entweder auf die Diskette ziehen oder aber rüber in Draw ziehen und dann wurde diese Pixeldatei in Draw quasi eingebunden. Als Bitmap, um die dann weiter zu bearbeiten. Und das war einfach wahnsinnig mächtig. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das meinen PC-Kumpels, alle, die mich besucht haben, mussten sich anschauen, wie ich Dateien hin und her ziehe, weil ich da so stolz drauf war, dass das funktioniert. Die haben alle mit offenen Mündern da, oh, super, toll. Und das war echt eine coole Sache da. Ja, das habe ich auch erlebt. Also wir hatten damals einen Freund, der war so ein macOS-Missionar. Und als er zum ersten Mal dann mein Archimedes gesehen hat, wäre er fast umgefallen. Der konnte es gar nicht glauben. Also er dachte immer, sein Mac, was wäre jetzt so avantgardistisch? Und Mac OS konnte damals ja gar nichts, ne? Das war ja ziemlicher Murks. Und dann dieses RISC-V, was im Prinzip ja so aussah, wie heute alle Betriebssysteme aussehen, ne? Die Applikationen sind unten und nicht irgendwo sonst.
Und ja, das schon 1991. Die berühmte Taskleiste, ne? Die Taskleiste, ja. Die wurde ja später von Microsoft lizenziert für Windows 95. Ne? Daher kennen wir das Ding heute noch. Die haben das übernommen von denen. Oder gekauft wahrscheinlich. Genau, ja. Echt sehr interessant. Hätte ich auch nie gedacht. Also, obwohl ich Microsoft da eh keine Eigenentwicklung zutraue. Aber war das natürlich naheliegend sozusagen. Was ich noch interessant fand, wir hatten ja schon ein bisschen über die Hardware gesprochen, die haben ja auch trotzdem versucht, sich auch ein bisschen an Standard zu halten. Auch die Tastaturen sahen ja erstmal aus wie eine damals übliche PC-Tastatur, hatten aber ein paar Änderungen tatsächlich dran. Die haben so ein paar Besonderheiten, wie jetzt auch Microsoft früher eine Windows-Taste dann eingeführt hat, gab es hier auch dann Tasten, die man heute auf PC-Tastaturen vergeblich sucht. Das fand ich jetzt auch ganz witzig. Es gab eine Copy-Taste, habe ich gesehen, die kannte ich von normalen Geräten nicht. Und ich glaube auch ein, zwei Tasten waren aus Gründen, dass es auch früher den BBC Micro gab, noch in der Tradition ein bisschen. Also die haben da versucht, Altes und Neues ein bisschen zu kombinieren. Ja, ein bisschen skurril, aber cool, ja. War super cool. Später fielen die dann aber weg. Also bei Windows PC war es dann, konntest du dann einfach eine normale Tastatur schon wieder anstecken und da war es einfach egal. Also, aber klar, die wurden dann eh nicht mehr benutzt. Aber doch ein Ding zur Taskleiste, was mir gerade eingefallen ist, was nämlich total cool war. Es gab da, unten an, ich weiß nicht, ob es links oder rechts war, so ein Palette-Switcher. Das war quasi so ein kleines Icon mit Farben drauf, wo du den Grafikmodus des Desktops einfach mal so ändern konntest. Und das war total super, weil du plötzlich so, ich muss jetzt mehr sehen, dann schalte ich doch in den Grafikmodus mit höherer Auflösung, aber weniger Farben. Und wenn dein Monitor das konnte, das war nämlich auch nicht immer selbstverständlich, dann konntest du einfach im laufenden Betrieb diese Grafikmodi wechseln. Davon träumen ja Leute heutzutage noch, ne? Ja. Das konnte damals eigentlich nur der Amiga noch. Ja. Also, du konntest generell das System ziemlich gut an dich anpassen. Es war ja nicht nur, dass du halt sagen konntest, hier, ich möchte jetzt einen anderen Grafikmodus oder ich möchte, dass Grau jetzt grün ist auf dem Desktop, sondern du konntest auch die Bootsequenz ja sehr gut bearbeiten. Oder du konntest zum Beispiel auch, also es gab auf dem Archimedes im Grunde zwei verschiedene Verzeichnistypen. Einmal normale Verzeichnisse, wenn du die angeklickt hast, dann warst du halt im Verzeichnis drin. Und wenn jetzt im Verzeichnis Namen vorangestellt ein Ausrufezeichen war, dann war das Ganze eine Applikation. Und wenn du das angeklickt hast, dann ist eben die Applikation gestartet. Und wenn du in ein Applikationsverzeichnis gegangen bist, dann konntest du oft sehen, aus welchen Komponenten die Applikation bestand. Zum Beispiel das Sprite, mit dem die App dann da im Verzeichnis angezeigt wurde. Oder die Templates, aus denen die Fenster bestanden. Wenn dir die nicht gefallen haben, konntest du im Prinzip reingehen und konntest die Templates bearbeiten. Das war oft möglich. Cool. Das war schon wirklich klasse. Also ein richtiges Bastler-System von A bis Z. Wie war denn die Verbreitung damals? Ich meine, die meisten hatten ja wahrscheinlich dann wirklich noch eine Amiga oder waren auf PCs umgestiegen. Hat da jeder ein Archimedes gehabt? Oder wieso seid ihr dem System dann treu geblieben, halt da so viel Interesse dran? Hattet ihr da die Kontakte zu Leuten, die sowas auch hatten? Ja, das war ein trauriges Kapitel, denn natürlich war ich der Einzige, dachte ich zuerst, im Umkreis von vielen Kilometern, der das Gerät hatte. Dann hat sich aber schnell herausgestellt, wir hatten ja diesen Händler in der Nähe, das ist IOC Interstellar Overdrive Computers in Wasserburg, und bin dann da mal hin, weil ich da auch meine ganzen Upgrades und sowas gekauft habe, und habe dann schnell gemerkt, da treffen sich immer ein paar Leute, die halt auch hier in der Gegend wohnen, und haben mir dann gezeigt, es gibt sowas wie Diskettenmagazine. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist quasi so eine Art, Forum, wo man das, was man da reinschreiben will, erstmal als Textdatei auf eine Diskette speichert, die Diskette irgendwo hinschickt, der Admin dann das alles zusammenbaut und dann die Diskette wieder wegschickt, wo die ganzen Forenbeiträge der anderen User wieder drauf sind. Und das kann man sich dann anschauen. Und da hat man dann schnell gemerkt, okay, es gibt in ganz Deutschland hier verteilt Menschen, die das gleiche Gerät haben. So habe ich ja Tim zum Beispiel auch kennengelernt damals. Und dann haben wir gesehen, okay, wir sind nicht viele, aber wir sind ganz schön eifrig bei der Sache. würde ich auch so unterschreiben, wobei ich schon doch eine ganze Reihe von Leuten kannte, die auch einen Archimedes hatten oder dann nach mir sich einen gekauft haben. Wie viele es da insgesamt gegeben hat in Deutschland, das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, es gab zu Hochzeiten vielleicht 40 oder 50 Händler in Deutschland, Markus, oder? Das müsste ungefähr so die Größenordnung sein. Und die müssen ja ab und zu auch mal Geräte verkauft haben. Also ich schätze, das werden vielleicht 15.000, 20.000 Nutzer gewesen sein in Deutschland.
Ich würde es ein bisschen festmachen an dem Archimedes-Magazin, das es ja damals dann auch gab, ein paar Ausgaben lang. Das wurde ja quasi von Hand gemacht von einem einzelnen Menschen, dem Pitt Klein. Und damit sich sowas lohnt, brauchst du eine gewisse Auflage. Und da würde ich jetzt auch sagen, so unter 15.000 oder sowas, glaube ich, brauchst du nicht anfangen, so ein Magazin zu vertreiben, damals zu der Zeit. Und deshalb dürfte es eine realistische Zahl an Usern auch gewesen sein. Also, soweit ich weiß, war zumindest in Großbritannien und auch in Australien ist das Ding oft in Schulen halt aufgetaucht. Ne? So als Nachfolger von dem BBC Micro, der ja besonders in England auch wirklich in jeder Schule dann als Lerngerät da für die Schüler war. Ich glaube, in England hatten die aber auch einen Vertrag mit denen und haben lange Zeit ausschließlich Archimedes benutzt an den Schulen nachher. Also das wurde irgendwann dann auch abgelöst, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist. Aber die Engländer waren sowieso immer sehr bekannt für spezielle Vorlieben. Ich sage nur Spektrum. Der beste Türstopper der Welt, ja. Ja, um nochmal auf diese Szene zurückzukommen, es war tatsächlich Tim hat es am Anfang schon gesagt, es war sehr, will nicht sagen familiär, aber man, es war sehr freundlich. Also jemand, der heutzutage in Foren unterwegs ist, der kann sich gar nicht vorstellen, wie nett damals der Umgangston war. Weil man hat ja dieses gleiche Interesse und hat sich halt versucht, gegenseitig zu helfen. Es gab da Leute, die zum Beispiel, denen du eine Liste schicken konntest, welche Public-Domain-Programme du brauchst, und hast du denen leere Disketten geschickt und Rückport, und die haben dir das drauf kopiert und du hast dann Disketten zurückbekommen mit diesen Public-Domain-Sachen. Wie gesagt, war ja alles pre-Internet. Mit Runterladen war da noch nicht so viel los. Und sowas ist heute eigentlich unvorstellbar, dass jemand, ja nicht gratis, aber dass er nichts dafür verlangt, die Sachen drauf zu kopieren. Ja, und es gibt, da fällt mir noch ein Unterschied jetzt insbesondere zu Amiga oder C64 so ein, was auf dem Archimedes bizarrerweise total verpönt war, das waren Raubkopien. Oh ja. Also es war einfach, man hat das nicht gehabt. Ne? Alle möglichen Leute haben sich ihre Software gekauft, oder die meisten haben sich ihre Software gekauft. Aber so kopierte Sachen, das hat man nicht gemacht, weil alle, also was zumindest meine Wahrnehmung, alle haben gedacht, sie arbeiten da jetzt am Computersystem der Zukunft mit, und man möchte das bloß nicht kaputt machen, indem man den Softwareautoren da das Geld vorenthält. Ne? Und darum hat man sich eben Software gekauft, auch Anwendungssoftware gekauft, nicht nur Spiele, sondern alle möglichen Sachen. Das war zu der Zeit wirklich sehr unüblich bei anderen Computersystemen. Waren die Preise für Anwendung und Spiele vergleichbar mit Amiga und PC, oder waren die auch teurer? Spiele haben vielleicht damals 40 bis 70 Mark gekostet, würde ich sagen. Und Anwendungsprogramme waren natürlich nach oben offen, aber es gab ein sehr gutes Desktop-Publishing-Programm, Impression Publisher, das hat, glaube ich, so 400 Mark gekostet. Alles im Rahmen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe damals eben für dieses Spieleprojekt Revelation Image Pro gekauft, das war so ein Deluxe-Paint-Verschnitt, und das hat 129 Mark gekostet, also war zivil. Mhm. Ging schon. Ja. Aber das tatsächlich so mit Raubkopien war nicht viel los. Ich weiß noch, es gab so einen kleinen Skandal, als du erinnerst dich vielleicht an Fears of Chaos, Tim, diesen Asteroids-Klon. War ein gutes Spiel, ja. War ein super Spiel, aber das wurde tatsächlich dann relativ viel raubkopiert, und da hat sich dann der Entwickler schwer beschwert drüber, dass er sagt, das war jetzt sein letztes Archimedes-Spiel, weil so geht's nicht weiter. Und das, ja, also ein paar Raubkopierer gab es doch, aber das wurde gesehen und geächtet. Ja. Eigentlich ja der Traum eines jeden Herstellers, aber am Ende hat es ja wahrscheinlich doch nicht so viel genutzt. Vielleicht hat das auch die Verbreitung so ein bisschen verhindert. Weiß ja nicht. Also ich weiß noch, dass Amiga halt Hauptgrund, einen Amiga haben zu wollen, war natürlich die freie, in Anführungszeichen, Verfügbarkeit von allem, was es an Programmen gab. Ne? Also jeder Amiga-User, den ich kannte, hatte genau wie ich halt hunderte von Disketten einfach zu Hause liegen, und keiner hatte irgendwie ein Handbuch oder so, ne? Also gab's einfach nicht. Aber weißt, wir hatten uns halt schon diesen teuren Computer gekauft, da kam es auf die Software auch nicht mehr an. Das war wirklich egal. Ja, aber ich erinnere mich, es gab einen Händler, der hatte so eine PD-Kopierstation bei sich im Keller. Und diese Kopierstation war in der Szene berühmt dafür, dass man da eben auch illegale Software sich kopieren konnte. Und vielleicht haben sie das genau vor diesem Hintergrund gemacht, dass sie gehofft haben, dass sich das System dadurch weiter verbreitet. Ja, ich meine, das ist ja eine zwiespältige Sache. Einerseits hat es die Verbreitung gefördert und andererseits hat es aber dann auch den Tod des Rechners ausgelöst. Ne? Also beim Amiga sind ja dann irgendwann auch viele abgesprungen, nicht nur, weil sie mit der Hardwareentwicklung nicht weiterkamen, sondern auch, weil sie einfach kein Geld mehr verdient haben, weil alles raubkopiert wurde ohne Ende. Also das ist ja Himmel und Hölle in einem. Sozusagen, ja.
Oder was ich vorher noch erzählen wollte bei den Diskettenmagazinen. Tim, du hast doch auch eins betrieben. Erzähl doch mal, wie war das denn damals beim Hardliner? Ja, ich hab den Hardliner rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Weil es cool war. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was der Grund dafür war, das zu machen. Wir haben den Hardliner gemacht und haben das so konzipiert als Szene-Magazin. Da gab es dann so ein paar Spieletests, aber es gab auch Programmierkurse, wie code ich möglichst schnell Sprites oder Scrolling, was auch immer. Und es gab eben als Hauptkomponente diesen Diskussionsteil. Und ich meine, der Hardliner erschien alle 2-3 Monate? Ja, 2 Monate, glaube ich. Zwei Monate. Und da mussten wir immer, also wir hatten das so, auch das war typisch Acorn, auf allen anderen Systemen konnte man natürlich Diskettenmagazine beliebig kopieren. Wir haben gesagt, nee, wir verlangen jetzt da 5 Euro für eine Diskette, 5 Mark für eine Diskette und wir wollen es aber in der Hand behalten und selbst verschicken. Und dann hatten wir eben alle 2 Monate einen unglaublichen Aufwand, diese ganzen Kopien quer durch Deutschland und darüber hinaus, Schweiz, England teilweise auch, zu verschicken. Ja, haben natürlich kein Geld mit verdient, aber irgendwie war das war die Einstellung der Archimedes-Szene. Ja, ich bin immer am Briefkasten gehangen, habe gewartet auf diesen gepolsterten Umschlag mit dieser einen Diskette drin. Ja, auf den Hardliner. Das war der Wahnsinn. Ja. Nee, es war eine tolle Zeit. Also war lustig. Tja. Interessant. Natürlich, was nicht das Magazin ist, war ja schon auch ein bisschen was los in den normalen Magazinen. Also es gab ja damals den Computerflohmarkt, wenn man sich erinnert, den gab es ja für alle Magazine quasi. Und da gab es auch eine Archimedes-Section drin, die zeitlang recht belebt waren, wo man auch viele Bekannte quasi gefunden hat, wo man auch seine Public Domain Sachen herbekam. Aber den, glaube ich, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. War auch Ende der 90er, war damit, glaube ich, auch Schluss. Ich habe ja versucht, den Herausgeber vors Mikro zu bekommen. Der Ach so. Möchte aber nicht. Das wäre gerne, interessant gewesen. Ich bin mit ihm in Kontakt, der möchte nicht mehr öffentlich reden. Also das wird nichts, weil er über die Zeit nicht mehr sprechen möchte. Also, ich hab selber hier diese Zeitschrift liegen gehabt, ich habe die gerne gehabt. Und auch wegen diesen, nennen wir es mal, Produkten, über die man sonst wenig erfährt. Also ich mochte das genau deswegen auch gerne, dieses Heft. Ich habe hier sogar auf meinem Schreibtisch einen liegen von 96, sehe ich gerade. Ja, schön, ja. Millionenwert wahrscheinlich heutzutage. Naja, das Überschrift ist Amiga 500 ab 150 Mark. Sehr gut. Ja. Naja. Nee, was mich nochmal interessieren würde, wir hatten ja noch ein bisschen über die Hardware gesprochen. Einen Punkt habe ich da noch gehabt, der mich irritiert hatte. Ich bin ja immer jemand, der als erstes auf Sound guckt. Und ich habe ja gehört, auch in Interviews mitbekommen, dass zum Beispiel Leute wie Ben Decklisch auch mal Musik für ein Archimedes geschrieben haben, die sogar ganz gut klingt, die habe ich mal angehört. Aber grundsätzlich fand ich den Sound dieses Gerätes, ich will jetzt nicht sagen erbärmlich, das wäre zu hart formuliert, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, die haben auch jetzt im Sound gegenüber dem Amiga einen neuen Schritt gemacht. Der klang mir so ein bisschen, also erstmal war fast alles nur digitalisiert und es klang auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, gedämpft, keine Ahnung. Was war da das Problem oder was ist da vergessen worden im Endeffekt, weil da war der Amiga und für mich sogar erst recht der C64 eigentlich fast besser. Da ist nichts vergessen worden, da ist was absichtlich schlechter gemacht worden. Also der Archimedes Soundchip, Moment, der Sound wurde auch von dem Grafikchip, glaube ich, gemacht. Ja, den hat er nebenbei gemacht. Quasi. Ja, hat er nebenbei gemacht, genau. Und die Samples, die ausgegeben wurden, hatten wie beim Amiga 8-Bit, aber die waren etwas anders. Also es waren keine linearen Samples, sondern logarithmische Samples. Und zusätzlich sind die hohen Frequenzen rausgefiltert worden. Warum? Keine Ahnung. Also totaler Schwachsinn eigentlich, aber dadurch klang eben alles ziemlich dumpf. Und nur durch dieses Hardware-Update, was Markus vorhin schon erwähnt hat, Gamers Upgrade, wurde das behoben. Also wenn du dieses Gamers Upgrade hattest von diesem Händler in Wasserburg, dann hattest du Sound, der im Prinzip fast so gut war wie der vom Amiga. Vielleicht sogar in Teilen besser, weil du konntest 8 Stimmen abspielen. Beim Amiga bin ich mir nicht sicher, wie viele Stimmen da überhaupt, ob da 8 Stimmen möglich sind. Nee, da hatte Hardware nur 4 Stimmen, aber es gab halt teilweise so auch Tracker, die in Software immer 2 irgendwie das auf 8 Stimmen erweitert haben. Ja, so wird es von euch mir das auch gemacht, ja.
Was war denn jetzt zeitlich die Hochphase dieser Geräte? Weil ich habe jetzt mal, wenn ich schon Computerfirma hier liegen habe, habe ich gleich mal reingeschaut. Mhm. Archimedes ist das zumindest seit 96 hier noch mehrere Seiten drin vertreten tatsächlich. Was war die Hochzeit dieses Gerätes? Wie lange dachten denn wirklich alle, sie sitzen am Gerät für die Zukunft? Also es gab ja mehrere Phasen. Also als ich meinen gekauft habe, meinen A3000, das war 95 oder 94, da war der Amiga einfach schon tot und ich dachte, okay, jetzt steige ich ein eben in das Gerät der Zukunft. Und dann lief sich's aber so ein bisschen tot, so 3-4 Jahre danach, und dann kam aber das große Aufbäumen nochmal mit dem RISC-PC, wo wir dachten, jetzt aber wirklich, jetzt wird's professionell und jetzt geht's los. Und das war, weiß ich, welches Jahr war das, Tim, du hast deinen gekauft? Ich habe meinen, ich glaube, 94 gekauft, 1994. Zu früh schon, okay. Mhm. Ich denke mal, die Hochzeit war bestimmt so 92 bis 96 ja. Oder so, würde ich mal so grob einschätzen. Da kamen so die besten Geräte raus und da hatte man noch Hoffnung und dann hat der PC irgendwie dann alles überrollt. Ja, da kamen dann auch die 3D-Karten für den PC, weißt du, die Voodoo 3DFX, die war ja, glaube ich, noch 98 und dann war es halt langsam klar, dass das einfach alles besser aussieht und vor allem für Spiele war halt dann einfach der PC vorne dran. Wir wissen alle, Spiele sind wie Pornos, die sind fürs Vorantreiben der Technologie verantwortlich. Ja. Ja. Software pusht Hardware. Da genau. Ist man schon so. Und da sind sie ja dann auch, obwohl es keine RISC, sondern CISC-Prozessoren waren, sind sie dann, glaube ich, auch von der CPU-Power denen dann irgendwann abgehauen. Ich glaube, die wurden dann auch nicht so stark verbessert, dass es noch was gebracht hätte. Also ähnlich wie beim Amiga. Ne? Da haben wir auch alles an Hardware Verbesserungen dann verschlafen, was man da verschlafen konnte. Und dann viel zu spät dann ein viel zu schlecht aufgerüstetes System rausgebracht. So war's ja, aber gehört. Interessant war halt immer, dass es wirklich wenig Strom brauchte und zum Beispiel auch auf den Prozessoren, zumindest bei den Geräten, die ich gesehen habe, da waren keine Lüfter drauf. Die waren nicht mal passiv gekühlt, die waren gar nicht gekühlt. Ja. Genau. Also das war auf jeden Fall geil. Und deswegen gibt's ja den ARM auch, deswegen hast du ja den ARM-Prozessor heute in jedem Handy drin, weil die tatsächlich Stromspartechnik, das kam halt sehr viel später erst, dass das wirklich wichtig wurde mit dem Stromsparen. Die waren also auch ihrer Zeit weit voraus und im Prinzip zu früh da, oder wie kann man das sagen? Wobei ich, um nochmal zum ARM zu kommen, wobei ich glaube, dass die das gar nicht beabsichtigt hatten, dass der ARM so stromsparend ist. Ich meine, das war so, das ist aus Versehen nebenbei bemerkt worden. Die wollten eigentlich eben ja einen RISC-Chip machen, der schnell ist und einfach zu programmieren, und dann haben sie irgendwann gemessen und haben gedacht, Mensch, wow, der verbraucht nur, ich weiß nicht, 2 Watt oder was das war, ne? Und das war gar nicht im Plan drin. Das hat sich so nebenbei ergeben. Cool. Na, die besten Entwicklungen sind oft so, die nebenbei passieren, ne? Oder? Also es gibt ja, die größten Entwicklungen sind ja alle irgendwie durch Zufall entstanden. Und so war es da halt auch, ne? Das klingt ja so, wie gesagt, dass man zumindest eine Zeit lang ja alles mit diesem Gerät machen konnte. Ja, klar. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr da hauptsächlich jetzt dran wirklich selbst programmiert? Habt ihr hauptsächlich dran gearbeitet oder habt ihr auch tatsächlich viel gespielt? Was war so die prozentuale Aufteilung eurer Aktivitäten auf dem Gerät? Gute Frage, ja. Fang du an, Tim. Ja, also ich habe schon überwiegend von 91 bis, ich würde sagen, 96 oder so habe ich Demos programmiert. Zwischendurch gab es mal diese Phase mit dem Diskettenmagazin Hardliner. Ich glaube, das ging aber nur ein Jahr, dann haben andere das übernommen. Aber ich habe wirklich fast die ganze Zeit Demos programmiert und das war auch so 91 bis 96 war aus meiner Sicht die Zeit, in der Demos am spannendsten waren. Es gibt natürlich heute noch C64-Demos, Amiga-Demos, PC-Demos. Aber also gerade die PC-Demos finde ich im Grunde seit 20 Jahren schon langweilig, weil PCs so unglaublich schnell sind. Ne? Und Demo-Coding war immer, das Spannende an Demo-Coding war immer, du hast ein sehr begrenztes System, du hast kaum Rechenleistung, du hast schlechte Grafikfähigkeiten und eingeschränkte Soundmöglichkeiten und musst trotzdem irgendwas Tolles machen. Genau. Und das war, finde ich schon, 91 bis 96 war da die spannendste Zeit, wobei es natürlich auch hier die interessantesten Sachen auf dem Amiga gab. Ne? Hardwired, ich weiß nicht, wie tief da drin. Genau, man hat sich ja teilweise noch extra beschränkt, um noch irgendwie noch mehr seine Coder-Spezialitäten irgendwie rauszustellen. Es gab ja auch, also ich weiß nicht, wie es beim Archimedes war, aber beim Amiga gab es extra auch so 4K-Demos oder so, oder 1K-Demos, die alles, ja. Die wirklich dann gesagt haben, okay, wir wollen uns extra nochmal auf ganz wenig Speicher beschränken und möglichst alles berechnen und einfach zeigen, wie gut wir programmieren können und so. Das gab's auf dem Archimedes auch. Also nicht in dem Maße wie auf dem Amiga, aber es gab auch schon richtig gute Gruppen. Also technisch gab es da schon richtig, richtig spannende Entwicklungen. So die Präsentation der Sachen war nicht so wirklich auf Amiga-Niveau, aber
Auch nicht so furchtbar weit weg davon, würde ich mal sagen. Okay. Und nee, es war eine spannende Zeit. Es gab in Deutschland viele Gruppen, es gab in England, in Skandinavien gab es einige tolle Gruppen. Es war auf jeden Fall interessant. Es gab auf jeden Fall sowas wie Wettbewerb. Ne? Dafür gab es genug Leute. Okay, cool. Gespielt habe ich weniger, aber da ist ja Markus auch der Top-Experte. Ja, das war halt mein Hobby damals schon und ist ja auch später mein Beruf geworden, logischerweise. Und ja, ich habe tatsächlich sehr viel gespielt. Ich habe auch ein bisschen programmiert, weil es einfach so leicht war auf dem Archimedes. Aber für Spielen ging schon sehr viel Zeit drauf. Zum einen natürlich das legendäre Zarge, was ja quasi der System-Seller war. Das, dieses Spiel, wo man quasi über die Landschaft drüber fliegt. Virus hieß das auch von Mega Run. Was aber immer super aussah, Bewegung, was aber in Wahrheit grauenvoll zu steuern war und eigentlich nicht wirklich spielbar, wenn man ehrlich ist. Es war gar kein Spiel, ne? Spielbare Grafikdemo. Genau, ja, genau. Ja, genau, ja. Lustigerweise vom David Braben, der auch Elite gemacht hat und der heute noch unterwegs ist mit Elite Dangerous, also den Mann gibt's noch immer, und der hat ihm damals dieses Ding gemacht. Das habe ich tatsächlich viel gespielt und dann vor allem eben auch Elite, weil da, ich sag's nach wie vor, die beste Version von diesem Spiel ist die für ein Archimedes, da gibt's nichts dran zu rütteln. Ja, ganz klar, also ich kenne die Version zwar nicht, aber das kann ich mir total vorstellen. Das ist ja 3D-Polygon-Grafik und da ist halt die CPU-Power entscheidend und nicht irgendwelche speziellen Grafiktricks oder so. Genau. Und das muss einfach total cool gewesen sein. Das war super flüssig und einfach cool. Und das gab, was es halt schon gab, das muss man jetzt sagen, es gab wahnsinnig viele Umsetzungen vom Amiga, die waren mal okay, so dieses ganze Bitmap Brothers Zeug, so Chaos Engine und sowas war echt gut, mal waren sie richtig schlecht, so James Pond zum Beispiel war echt nicht so besonders. Und dann gab es leider auch ganz, ganz viele Eigenentwicklungen, die halt, wir haben es vorher schon gehabt mit dieser, wo du heute sagst, wie konnten die mit gutem Gewissen Geld dafür verlangen? Das geht eigentlich gar nicht. Grauenvolle Grafik und einfach auch schlecht, also nicht spielbar, unfair, kein Balancing. Also für die Zeit, wo das Zeug rauskam, eigentlich eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da gab es halt auch, ne? Ja, aber da tröstet euch, das war nicht speziell auf dem Archimedes so, es gab immer überall viel Schrott. Damals mehr, glaub ich. Aber nirgendwo so schön bunt. Das fand ich wunderbar, was ihr es vorhin erklärt habt mit der Grafik, weil ich hatte mir auch ein paar Sachen angeguckt, vor allem bei YouTube, und ich habe immer überlegt, irgendwas stimmt mit diesen Spielen nicht. Und das ist tatsächlich. Ist das wirklich so auffällig? Ja, ist es, weil ich immer dachte, ich fand die Sachen teilweise extrem, vor allem wenn das dann so kleinräumige Jump'n'Run oder so Maze-Spiele waren, die waren teilweise auch durch diese Farben unübersichtlich gefühlt. Jeder also, Pixel eine andere Farbe. Ja, das war zu viel. Ich habe immer gedacht, was ist denn das? Und jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das da beim Gucken gar nicht gemerkt, dass das Problem war, dass die einfach wahrscheinlich zeigen wollen, was sie alles können. Keine Ahnung. Und vielleicht ist manchmal auch ein bisschen weniger, wer da mehr gewesen. Also ich war irritiert. Es gibt da eine Anekdote, die wirklich nur ehemalige Acorn-User verstehen. Wir waren mal irgendwie unterwegs auf der Autobahn und da gab es im Verkehrsfunk gab es eine Warnmeldung. Und die Warnmeldung bestand daraus, Achtung, lieber Autofahrer, auf der A so und so liegt eine Palette auf der Fahrbahn. Wir mussten alle lachen und hatten diese furchtbaren Farben. Also jeder, der das hört, muss nach Acorn Archimedes Palette suchen, dann werdet ihr schon sehen, was das Problem war. Und das irgendwie verfolgt mich das auch bis heute. Wenn ich das Wort Palette höre, dann habe ich diese furchtbaren Farben vor mir. Ja, muss ich mich umgewöhnen. Ich habe bei furchtbaren Farben immer noch rosa in CGA vor mir. Das ist aber eher so die PC-Prägung. Also das heißt, das Problem gab es auch auf anderen Systemen. Ja, natürlich. Und auch auf dem CPC, da sahen die Spiele auch immer scheiße aus, weil die hatten eine Farbpalette ohne Grautöne. Und deswegen waren die immer seltsam bunt. Also wo man es nicht erwartet hätte oder wo es keinen Sinn macht, dann musste irgendwie eine Farbe anstatt einen Grauton hin. Und deswegen waren alle Umsetzungen irgendwie schräg. Aber die hatten ja Gott sei Dank alle einen grünen Monitor, das ist gar nicht so richtig aufgefallen. Ja, ich auch, genau. Ja. Ich hatte einen grünen Monitor und ich war mir nicht mehr darüber bewusst, dass ich keine Farben hatte, sondern ich hatte viele verschiedene Grüntöne und das war einfach voll ausreichend. War halt einfach so. Genau. Was es damals übrigens gab, es gab sogar schon deutsche Entwickler, die Archimedes-Software gemacht haben, nämlich damals hieß die Firma Artex. Die gibt's heute immer noch, die heißen aber heute Deck 13 und machen tatsächlich richtige Spiele. Also The Search ist zum Beispiel erst letztes Jahr rausgekommen, was ein echt gutes Spiel ist. Und das sind die gleichen Leute, die damals halt für den Archimedes programmiert haben. Okay. Good times. Wo muss man ja herkommen?
Irgendwo muss man herkommen, genau. Da haben sie es gelernt. Ich sehe auch an der Liste, die ihr hier im Pad habt, von den Spielen, dass ich eigentlich das meiste davon kenne. Und ja. Also insofern gibt es wahrscheinlich wirklich eine Menge Umsetzung. Also wirklich 95% der Spiele kenne ich vom Amiga her einfach. Ist einfach so. Da können wir ja mal ein bisschen vielleicht mal dann irgendwie, also wenn ihr nicht noch was anderes Wichtiges davor habt, dann auch mal ein bisschen so auf die Spiele eingehen. Mich würde erstmal interessieren, im Vergleich, jetzt ganz allgemein, waren die Spiele ähnlich wie auf dem Amiga? Waren sie besser oder schlechter nach heutigen versuchten objektiven Betrachtungen? Nur erstmal ganz allgemein, dass es in Einzelfällen natürlich Unterschiede gibt, wie jetzt bei dem Elite, das ist klar. Mhm. Aber vom Grundprinzip her waren die durch die Power des Gerätes wirklich auch besser? Kann man das heute so pauschal sagen? Nee, kann man nicht. Tatsächlich, weil das war schon so, es hing sehr davon ab, wie viel Mühe in die Umsetzung gesteckt wurde. Also gerade sowas wie die Bitmap Brothers Geschichten, eben Chaos Engine oder Kadaver auch, die waren richtig gut. Und dann gab es auch welche wie, keine Ahnung, Zool wie hieß es, die Magnetics Force Adventures, The Porn oder sowas, wo man sich denkt, eigentlich, was kann bei einem Adventure schief gehen, aber das hat dann geruckelt, war einfach nicht so gut. Also es hing sehr viel damit zusammen, wie viel Mühe stecken die Leute da rein und es ging nicht automatisch, dass du gesagt hast, oh, der schnelle Archimedes bügelt alle Fehler glatt. So war es nicht. Nee, natürlich. Nein, es hing auch so ein bisschen von der Spielart ab. Ne? Also der Amiga hatte ja diesen sehr coolen Bitplane-Modus, wo du sehr cool Parallax-Scrolling machen konntest. Und auf dem Archimedes musst du das alles in Software machen. Da wäre meine nächste Frage. Ich habe bei vielen Spielen gesehen, dass ich das Scrolling im ersten Moment erschreckend fand. Entweder war es extrem hektisch, dass man das Gefühl hatte, da wurden ganze Bildschirmteile verschoben, oder es war zumindest unrund. Also das war auch wirklich ein Problem bei vielen Spielen anscheinend. Ja, da hast du aber wirklich schon sehr genau hingeschaut. Das waren genau die beiden Probleme. Also der beliebteste Spiele-Grafikmodus auf dem Archimedes, das war der Mode 13. Irre, dass man das 25 Jahre später nicht weiß. Mode 13, genau. Es gab Mode 13 mit 256 Farben. Und 320 mal 256 Bildpunkten, glaube ich, und Mode 9, das Ganze in 16 Farben. So. Und wenn du jetzt ein Spiel ganz typisch in Mode 13 gemacht hast, dann hast du, wenn du flüssig scrollen wolltest, musstest du wortweise scrollen. Also ein Wort sind 32 Bit, sind 4 Pixel. Ne? Und mit 4 Pixel, wenn du das scrollst, dann hast du den Bildschirm in einer Sekunde, ist er weg. Und darum war das Scrolling entweder sehr schnell oder wenn du langsam scrollen wolltest, war es ruckelig. Weil dann war das, es gab jetzt kein wirklich plausibles Hardware-Scrolling. Also gab es schon, aber das konnte man nicht wirklich sinnvoll einsetzen. Und ja, darum hat es mit dem Scrolling, also wenn es horizontales Scrolling war, hat es auf dem Archimedes nicht so richtig geklappt. Vertikal war es natürlich viel einfacher. Verstehe. Also da, ich denke mal, es gab bestimmt ein oder zwei Programmierer, die auch da irgendwas Besonderes hingekriegt haben. Denn ich denke da gerade an so einen, es gibt so eine Neuentwicklung für einen Schneider CPC tatsächlich. Die haben Pinball Dreams umgesetzt und da scrollt der Bildschirm, da hast du ja auch so ein Pinball, so ein Flipper, der zwei Bildschirme hoch ist. Ne? Und die haben es geschafft, da so ein pixelweises, butterweiches Scrolling hinzukriegen, was einfach mal eigentlich unmöglich ist auf diesem Gerät. Weil da absolut gar nichts an Hardware, auch keine Sprites oder so auf dem Gerät, gab es gar nichts. Ne? Und da muss man wirklich, also es ist wahrscheinlich möglich, aber wahrscheinlich gibt es nur drei Leute auf der Welt, die das können. So ist meine Einschätzung. Wenn man es wirklich, also genau ausprobiert, also richtig richtig drauf hat. Ja? Oder was denkt ihr? Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Archimedes überhaupt ein Spiel mit, also so ein Spiel wie Turrican zum Beispiel, ne? Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Archimedes überhaupt so ein Spiel gab. So mit richtig butterweichem Scrolling, links und nach links und rechts. Wie war das jetzt als Beispiel? Du sagst ja eben, zum Beispiel die Umsetzung von James Pond war nicht gut. Das wäre ja ein Spiel, was im Amiga butterweich scrollt. Das hat es demnach ja da nicht, ne? Das hatte genau das Problem eben. Oder auch Zool, was ja genau das gleiche war. Wo's halt ein schnelles Jump'n'Run und da hast du es halt dann gemerkt, wie es halt nicht funktioniert. Was auf Amiga diese wunderschönen bunten Hintergründe hatte, diese Blitterdinger da, ging halt da nicht mehr, ne? Da waren wir auch immer neidisch auf den Amiga. Alle. Ja. Konnte man das denn überhaupt spielen oder waren die dann wirklich auch einfach ein Fehlkauf in dem Moment oder ein nicht sinnvolles Produkt? Man konnte sie schon spielen und wenn man es nicht besser wusste, waren sie ja auch okay. Bloß wenn man daneben einen Amiga stehen hatte, wo das gleiche Spiel vor 2 Jahren schon mal erschienen ist, dann war es halt blöd, ne? Verstehe. Ja.
Ja, dann geht doch mal auf weitere Spiele ein, die ihr jetzt interessant fandet, oder wo ihr auch sagen würdet, okay, das waren deswegen spezielle Sachen und vielleicht könnt ihr da mit den Eigenentwicklungen so ein bisschen anfangen, weil da gab es wohl viele merkwürdige, habt ihr ja schon gesagt, aber da gab es auch mit Sicherheit einige, die zumindest das Gerät auch ausgereizt haben oder die Sachen, die das Gerät speziell konnte, gezeigt haben, oder nicht? Ja, auf alle Fälle, also Grafikdemo war halt Zarch, klar, das war so richtig hübsch, aber was es dann gab, was tatsächlich auch ein gutes Spiel war, war Conqueror, denn das benutzte quasi so die gleiche Landschaft, also diese Felder, die so durch das Ding scrollen, und man fuhr aber mit einem Panzer rum. Und das war dann plötzlich, da fiel dann diese komische Höhenkomponente weg, wo es dann immer in die Bäume gebröselt hat, sondern man konnte sich mit dem Panzer einfach rumfahren und schießen. Und das war dann auch ein gutes Spiel. Das hat nämlich super funktioniert. Und du hast gestern Stunt Racer vorgeschlagen, Tim. Stunt Racer 2000, genau. Das war ein Autorennen, wo du durch Parcours durchgefahren bist. Also Loopings und Sprünge und so weiter. Es war mit Vektorgrafik gemacht. Es gab so ein ähnliches Spiel auch auf dem Amiga. Ich weiß nicht genau, wie das hieß. Hieß es Stunt Car Racer hieß das auf dem Amiga. Auf dem Amiga war das, glaube ich, sehr ruckelig. Auf dem C64 war es sehr ruckelig. Auf dem C64, echt? Stunt Car Racer gab es auf dem C64 und da glaube ich, das Amiga Bild... war es auch ruckelig. Ich glaube, beim C64 hat das Bild 3 Bilder pro Sekunde gehabt oder irgend sowas. Ich kriege es nicht genau hin, aber das war wirklich zeitlicher Modus. Und trotzdem war es interessant, weil es überhaupt ging. Und auf dem Amiga waren es dann ein paar mehr Bilder. Das ist natürlich, das müsste das perfekte Produkt ja sein, solche Art Spiele. Ja, nee, also es war auch auf dem Archimedes war es nicht wirklich flüssig. Also auf dem A3000 würde ich sagen, hat es vielleicht 10 Frames gehabt und später auf dem RIS-PC, keine Ahnung, ganz, also 50 Bilder pro Sekunde hat es mit Sicherheit auch nicht geschafft. Mhm. Aber es war, also ich fand das Spiel gut. Es gehörte zu den wenigen Spielen, die ich ja ganz, ganz oft und auch ganz gern gespielt habe. Ansonsten, was mir noch einfällt, SimCity 2000 gab es auch für den Archimedes. Das war auch eine Umsetzung, das fand ich auch ziemlich gut. Das war auch relativ schnell, glaube ich. Ja, war aber auch nichts Besonderes. Also da war nichts dabei, was nicht das Original auch schon gehabt hätte. Was ich noch gestolpert bin, war Aldebaran, weil das war nämlich so ein klassisches Beispiel dafür, was passiert, wenn, Entschuldigung Tim, Demo-Leute Spiele machen. Das sah nämlich wahnsinnig gut aus. Das sah so ein bisschen aus wie Zarch, nur mit mehr Farben und mehr Effekten und flashy. War aber genauso blöd zu steuern und ich habe nie verstanden, was ich denn jetzt eigentlich machen muss. Und das hat mich einer von den Archangels, eine dieser Demo-Gruppen mit den tollen Wortspielen, hat das gemacht und wurde heiß erwartet. Ich weiß noch, ich habe das dann auch gekauft. Klar, man hat sich damals ja alles gekauft und war dann enttäuscht, weil es halt... ja, auch wo es eine Grafikdemo war, aber die hat immerhin schön geblinkt. Naja. Aber Markus, das ist witzig, was du eben gesagt hast, haben alle Leute über dieses Spiel gesagt. Ne? Also alle Rezensionen des Spiels waren immer überschwänglich, genial, tolles Spiel. Und man hat ja immer auf die anderen Systeme geschaut und auf dem Amiga geht das auf gar keinen Fall, da war man immer stolz drauf. Aber alle fanden es auch wirklich schlecht. Also öffentlich fanden es alle gut, aber insgeheim haben alle gesagt, nee, was ist das? Das ist gar kein Spiel. Ne? Also damals konnte ich das auch nicht sagen, aber jetzt sage ich es einfach. Weil es jetzt kommt es alles raus, Markus. Das klingt für mich wie auf dem Amiga Shadow of the Beast, genau. Ne? Genau, wolltest du auch sagen. Hatte ich auch gerade im Hinterkopf. Ja. So war das nämlich. Buyer's Remorse so heißt Spiele, es. Auch so eine Spiele haben ihre Berechtigung. Also nicht unbedingt zum Spielen, aber halt zum Angeben bei anderen. Ne? Ja, und aber jetzt fällt mir noch was ein, nämlich Arcturus. Das war dann so ähnlich, wieder von der Landschaft hier, das war anscheinend ein großer Trend, dass du so eine Landschaft hast, aber da fuhr so ein Kreisel drauf rum. Und das war wiederum dann ganz cool. Also das war dann so eine Art Spin Dizzy, wenn du willst, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert und war auch sehr hübsch. Das fand ich dann schön. Aber es war natürlich jetzt im Vergleich zu den Spielen, die es für den PC zu der Zeit gab, eigentlich auch schon alt. Ne? Das klingt für mich jetzt ein bisschen so, dass ihr die Umsetzung, die es schon für andere Systeme gab, ein bisschen schönreden musstet und bei den Eigenentwicklungen immer nur sagen musstet, guck mal, das kann er und sie wirklich nicht gespielt habt. War eine harte Zeit damals, ja. So klingt es jetzt ein bisschen so. Dann frage ich mich natürlich, warum spielt man dann überhaupt weiter auf dem Gerät? Es ist nur so, weiß ich nicht, es klingt wirklich so, als wenn man sich das schönreden musste manchmal. Das war einfach die Faszination der Technik. Also bei mir zumindest. Ich habe das einfach toll gefunden, weil ich wusste, so schnell geht es sonst nirgends. Und auch wenn spielerisch Mist war. Ne? Also ich glaube, man hat sich einen Archimedes nicht gekauft, um zu spielen, sondern ich würde mal sagen, dass 99% der Archimedes-Besitzer schon Spaß daran hatten, ihr Gerät einfach einzuschalten und irgendwelche Sachen auf den Desktop zu verschieben. Ja. Das war wirklich diese Begeisterung, dass man gesehen hat, hier, dass so und nur so müssen Desktops organisiert sein. Das ist ja tatsächlich auch so gekommen. Alle Systeme sehen heute aus
wie RISC aus damals ausgesehen hat. Und das fand man toll. Also da hat man den Rechner angemacht, hat einfach jetzt mal eine Datei von A nach B verschoben, hat hier irgendwie einen Sprite bearbeitet, hat dann noch ein bisschen an der Bootsequenz rumgeschraubt und so und dann vielleicht noch ein Spiel gespielt. Aber die Spiele waren nicht so wichtig, obwohl, glaube ich, Acorn, es gab so ein, zwei Jahre, wo Acorn diese Spieleentwicklung, diese Spielekonvertierung von Amiga, glaube ich, subventioniert hat. Mag sein, ja. Die haben gemerkt, okay, wir brauchen jetzt ein paar Spiele, die professionell aussehen, da kaufen wir uns doch jetzt mal Cannon Fodder oder Gods oder was es da alles gab, ne? Und haben das ein bisschen subventioniert. Aber das war nicht der Grund, warum man sich ein Archimedes gekauft hat. Aber was du sagst mit dem Desktop benutzen, ist tatsächlich so. Ich habe wahnsinnig viel Sachen mit Draw gemalt. Das ist ein Vektorzeichenprogramm. Nicht, weil ich irgendwas zeichnen wollte, sondern einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat, mit dem Ding zu arbeiten, weil es einfach so durchdacht und so schnell war. Es war einfach schön. Ja, ne? Das klingt bei mir war das genauso auf dem Amiga halt, ne? Da war das Betriebssystem ja auch seinerzeit eigentlich weit voraus mit Fenstern und sogar präemptiven Multitasking und Screens runterziehen und verschiedene Auflösungen hintereinander haben, verschiedene Bildschirme mit verschiedenen Anwendungen, die hintereinander lagen und so. Das war auch so echt abgefahren. Ja, und aber da gab es halt das auf dem Archimedes bestimmt auch auf seine Weise. Ja, wobei der Amiga dabei Multitasking noch besser war als der Archimedes. Der Archimedes hatte präemptives Multitasking, kooperatives Multitasking. Und das hat natürlich so geführt, wenn eine Applikation sich jetzt nicht kooperativ verhalten hat, gab es auch kein Multitasking. Ne? Dann stand das System. Ne? War ein bisschen blöd. Das stimmt. Ja, aber das war ja wirklich der Amiga, der einzige, der damals präemptives Multitasking hatte. Und aber ich weiß irgendwie, dass zumindest der beim Archimedes konnte irgendwie war es auch wieder der Grafikchip oder irgendwas, der konnte halt Speicherbereiche irgendwie total verschieben und mehr Programme immer irgendwie den vormachen, dass sie im gleichen Speicherbereich liegen, so dass jedes Programm eigentlich sagte, es wäre für sich alleine auch da. Also ich glaube, das ging schon so ein bisschen. Aber natürlich ist präemptiv immer besser. Aber ich meine, beim Amiga, das war ja zwar präemptiv, aber im Ende limitiert von der CPU-Power her. Ne? Konntest zwei Programme laufen lassen, aber auch drei oder vier und dann ist das Ding trotzdem stehen geblieben, weil einfach keine Rechenzeit mehr da war. Also ist mehr auch so ein Witz, mehr oder weniger. Naja. Was mich interessieren würde, gab es denn irgendwelche Raytracing-Programme für ein Archimedes? Weil ich habe ja ganz viel auf dem Amiga, da gab es ja Reflections und Cinema 3D damals noch, nicht 4D wie heute, sondern 3D von Maxun, die haben ja da auch angefangen. Und ich habe das geliebt, war irgendwie dreidimensionale Sachen zu berechnen und da Lichtquellen irgendwo und Texturen drauf zu pappen. Aber das hat halt ewig gedauert. Also das Erstellen ging noch, aber das Berechnen, da war einfach viel zu langsam. Es gab also alle Public Domain Sachen, die es für den Amiga gab, gab es auch für den Archimedes, weil ich habe das nämlich auch dann ausprobiert, weil ich mir auch dachte, ha, jetzt habe ich den schnellen Computer hier, jetzt geht's aber mal los. War dann auch tatsächlich schneller, aber nicht viel schneller, weil weißt, wenn was sonst 2 Tage dauert und dann da bloß noch einen halben Tag, dann ist es halt. Na, das wäre doch schon ein riesen Fortschritt gewesen. Ja, war ein Fortschritt, aber du musst halt immer noch den Computer über Nacht laufen lassen. Also nicht so, dass du beim Aufbauen zuschauen kannst. Ne? Okay. Aber die gab's ja Dinger. Was auch ziemlich viel gab, war dann so, als es modern wurde, die ganzen Apfelmännchen, Mandelbrot-Dinger. Ja, genau. Die waren tatsächlich auch richtig, richtig fix. Das muss man sagen. Die waren echt schnell. Hat dann auch Spaß gemacht. Und habt ihr jetzt dann nochmal, wenn wir nochmal zu den Spielen zurückkommen, habt ihr die denn heute nochmal gespielt, wenn man jetzt aus heutiger Sicht die sieht? Kann man die heute noch spielen? Weil wir haben ja so gesagt, also ich habe ja zumindest zum Beispiel ein Problem mit diesen Spielen aus der Umbruchzeit, als die ersten 3D-Sachen auf PC kamen. Die kann man ja heute nach meiner Meinung nicht mehr spielen teilweise. Und ich habe auch jetzt, wenn ich optisch Sachen wie Zarch oder das Aldebaran sehe, finde ich das auch optisch heute nicht so richtig prickelnd mehr, sage ich vorsichtig. Spielt ihr das jetzt mit ganz viel Nostalgie oder geht das eigentlich nicht mehr? Ich glaube, das geht nicht mehr, weil ich bin ja sowieso kein so ein großer Retro-Spiele-Freund, was man nicht glauben möchte, wenn man hier in dem Podcast mitmacht. Aber ich finde ja immer, Spiele sind Kinder ihrer Zeit und beim Archimedes sieht man das ganz besonders deutlich. Also das man merkt einfach, der Großteil war entweder eben schlechte Umsetzung oder Grafikdemos ohne spielerischen Mehrwert. Und wenn die Faszination der Technik fehlt, merkst du einfach, wie schlecht die Spiele selber waren. Und nee, also ich schau mir vielleicht auf YouTube ein Video an, wie jemand Zart spielt, aber selber spielen würde ich das heutzutage nicht mehr. Also ich glaube, ich würde gerne Partie Conqueror spielen. Weil ja. Also ich habe jetzt schon lange kein Archimedes mehr, weil der ist irgendwann kaputt gegangen.
Aber ich glaube, Conqueror würde ich mitspielen und ich würde auch eine Partie Swift mitspielen, wobei Swift jetzt natürlich eine Amiga-Konvertierung war. Ja, klar. Mhm. Das würde ich gerne machen. Sonst, ich habe, wie gesagt, ich habe früher wenig gespielt und darum kenne ich auch viel weniger Spieler als Markus. Aber ich würde es auch so sehen wie er. Also die technischen Showcases, die Eigenentwicklung, die haben wahrscheinlich wenig Chance mit Ausnahme vielleicht von Conqueror. Und bei den anderen, ja, da würde ich es wahrscheinlich lieber auf Amiga spielen. Was ich gerade interessant finde, in der Liste sehe ich, dass Descent auch für den Archimedes gab. Und das war ja eigentlich so ein Ding, was für mich eigentlich erst auf dem PC angefangen hat. Dafür waren dann halt die 16-Bit-Rechner dann schon zu langsam. Und also Descent ist ja, wo man mit so einem Raumschiff auch so durch irgendwelche Höhlen fliegt und in alle beliebigen Richtungen und rumballert und so. Und da wird's mich, kennt ihr das Spiel auf dem Archimedes? Nee, tatsächlich nicht. Ich hab das damals bloß gesehen, dass es gibt, aber zu der Zeit, als es dann kam, war mir schon klar, das spiele ich, wenn es dann mal wirklich soweit ist, lieber auf dem PC mit einer 3D-Karte. Denn das war halt reine Software-Rendering, klar, was anderes ging ja nicht und dafür war es rein optisch schon okay, aber nee, das, Spaß macht es dann keinen. Also ich kenne es gar nicht, das Spiel. Ja. Ja, das musst du dir mal angucken. Vielleicht nicht das Original, es gibt, glaube ich, auch seit kurzem wieder irgendwie von den Originalmachern so eine Weiterentwicklung davon. Ja. Ich jetzt aber nicht weiß, du, als, heißt. Du als alter CDC-Nutzer, du müsstest doch bestimmt auch Spaß haben an Vermeer, oder? Also Vermeer würde ich jederzeit wieder spielen, obwohl das ja von der Grafik noch viel schlechter war als alle Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben. Naja, also ich weiß nicht, ob es Vermeer überhaupt für ein CPC gibt. Also da würde doch klar, ja. Also aber da triffst du halt leider ins falsche Nest, weil also diese Art von Spielen ist halt nicht so mein Ding. Ah, okay. Aber ansonsten, ja, also durchaus, aber ich bin halt auch mehr so für Shooter und 3D und. Ah, also wenn das mal jemand für iOS Action umsetzt oder meinetwegen auch für Android, dann würde ich es mir sofort kaufen. Machst du halt. Ja, mach selbst, genau. Ja, stimmt. Was ich jetzt interessant finde, ich meine, der Vorschlag, über irgendwelche Mädels zu reden, der kam ja im Prinzip von Markus. Und jetzt frage ich mich natürlich, du sagst, du kannst eigentlich heute die Sachen nicht mehr spielen, da machst du, kannst da gar nicht so viel drauf mehr machen, aber es hat für dich ja zumindest eine so große Nachwirkung, dass du darüber gerne sprichst und dich auch gerne an diese Zeit zurückerinnerst. Ja, klar. In welcher Form spielt der Archimedes denn heute noch irgendeine Rolle bei euch oder eurem Umfeld? Leider gar keine mehr. Also es außer dass ich jetzt als nerdiger Expertengast in irgendwelchen Podcasts mitmachen darf und hat es eigentlich keine Rolle mehr. Was es aber schon gemacht hat, es hat mir viel beigebracht über das Programmieren tatsächlich. Also nicht, dass ich das jetzt heute brauchen könnte, aber dadurch, dass das so leicht war, hat man sich halt einfach auch mal Sachen angeschaut, wie Assembler. Und wenn der Tim von Registern redet, dann weiß ich, was er meint. Einfach, weil ich das damals selber schon auch gelernt habe. Und es hat mich als Computernutzer schon weitergebracht. Na, auf jeden Fall. Aber ja, ich denke mal, entschuldige, wenn ich da so reingritsche, aber ich denke, dass du auf jeden Fall, also so ging es mir jedenfalls, dass man die ganzen Grundlagen, was ein Computer überhaupt ausmacht, aus welchen Teilen der besteht und wie das im Grunde alles funktioniert, dass man das so richtig sozusagen wie mit der Muttermilch aufgesogen hat. Genau. Durch so eine Geräte. Und da ist es natürlich Gold wert. Ne? Also mir macht da keiner heute was vor, egal was da für ein Rechner steht, ich weiß sofort, wie was irgendwie grundsätzlich immer, wie es funktioniert. Und das habe ich halt auch davon gelernt, von den alten Geräten. Ne? Und so ist es bestimmt bei dir auch. So ist es, genau. Und versteht das noch jemand, diese Leidenschaft? Also gut, du hast jetzt den Tim, der natürlich da damals auch viel damit zu tun hatte, mit euch zusammen und jetzt zusammen da Sachen gemacht. Aber das heißt, du kannst dieser Leidenschaft nur noch heimlich frönen und in Gedanken frönen. Ja, das ist mein absolutes Privatvergnügen. Ich habe natürlich auch noch mein A3000 im Keller, aber ich habe gar keinen Monitor mehr, an wo ich den anschließen könnte, weil durch diese komischen Grafikmodi, der läuft ja nicht auf einem modernen Monitor. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich dieses Ding da umjumpern kann, weil man kann da Jumper setzen, die Frequenz quasi steuern, wo dann weiß ich halt nicht mehr, ist halt zu lange her. Und hin und wieder, wenn ich da dann unten im Keller bin, sehe ich das Ding liegen und denke mir, aber mehr halt nicht. Ne? Wann hast du das letzte Mal angehabt? Oh, das muss gewesen sein, als ich da mein PC gekauft habe. Boah, keine Ahnung, 2000, 2001, sowas in der Art. Schon eine Zeit her. Und trotzdem ist die Faszination ja immer noch da. Man kann ja heute viel emulieren. Ich habe ein bisschen da recherchiert, ich habe es nicht viel probieren können zeitlich. Aber hat einer von euch eine Ahnung oder einen Überblick, wie gut diese Emulation jetzt ist? Weil das war ja damals wirklich ein schnelles Gerät und schnelle Geräte kann man ja immer nicht so gut emulieren, bekannterweise.
Hat da jemand Erfahrung mit Emulation? Ja, ich habe vor 2-3 Jahren habe ich auf meinem Mac quasi den Red Squirrel Emulator installiert und da muss ich dann die RISC OS ROMs besorgen, was nicht ganz einfach ist, weil es natürlich eigentlich illegal ist, klar. Aber wenn man es dann hat, weil man sich seine eigenen ROMs ausgeliehen hat oder wie auch immer, dann funktioniert es tatsächlich erstaunlich gut. Also Elite braucht man jetzt nicht spielen, das ist tatsächlich dann, merkst du es halt, dass es schon einen schnellen Rechner braucht. Aber so RISC OS, also die Betriebssysteme, die Oberfläche, das funktioniert tatsächlich gut. Stimmt, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe auch in den letzten Tagen da viel mit rumgespielt und ich habe da hervorheben muss ich den Arculator, der halt alle Maschinen bis RISC OS 3.1 halt emuliert. Und dann für die schnelleren, für RISC PC und so weiter, gibt's dann den, wie hieß der nochmal, RPC-EMU oder so ähnlich. Das ist also von dem gleichen Entwickler, sieht auch genauso aus, aber komischerweise hat er dann für das Ding dann halt nochmal einen eigenen Emulator geschrieben und es funktioniert sehr gut. Da konnte ich mir also wirklich auch das Betriebssystem mal reinziehen, was ja auch mit 3-Tasten-Maus, ne, damals auch noch nicht so üblich. Von Logitech, aber immerhin. Ja, wie auch immer. Aber mit 3 Tasten und auch mit aufpoppenden Kontextmenüs und so. Also das fand ich schon faszinierend, da mal reinzukommen. Wobei der Entwickler vom Arculator, oder wie ist der, Arculator? Ja, Arculator. Allein für den Namen muss er schon eine Goldmedaille kriegen. Ja. Der ist schon wieder mal Volltreffer. Ja, ne? Also, schon witzig. Es gibt auch noch andere, die heißen halt in ArcM oder ArcArchim. Gibt's keinen Armulator? Und Virtual Archon gibt's auch noch, aber zumindest der ArcM, der war nicht so geil. Also der kam also mit den von mir erstaunlicherweise recht schnell gefundenen ROMs nicht so klar. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich ja nochmal den Leuten sagen, warum sollen sie sich jetzt nochmal mit dem Archimedes beschäftigen? Sollte man vielleicht doch nochmal ausprobieren in der heutigen Zeit, weil im Internet gibt es ja noch viele, die bei YouTube auch heute noch damit rumprobieren. Ich habe einen gesehen, der zum Beispiel dann erzählt, was du eben sagtest, man kann den ja nur an gewissen Monitoren hochfahren und der hat dann gesagt, er muss ihn an einem alten Röhrengerät hochfahren und danach kann er während des Betriebes seinen High-End-Monitor anschließen, weil dann ist das Bild ja schon da. Genau. Stimmt, der startet das vorher nicht, wenn er das Signal nicht richtig kriegt vom Monitor und dann... Genau. Dann das heißt, er hat seinen alten Monitor zum Aktivieren des Bildschirmmodus und switcht dann kurz um zum vernünftigen Bildschirm. Das ist ja klasse. Aber ich glaube, da gab es auch so ein bisschen hin und her. Manche Geräte hatten VGA, nee, nicht VGA, aber manche hatten diesen wie heißt das Ding, also so das für Fernseher so ein Anschluss, ne? Und manche Geräte hatten dann auch irgendwie, wo man dann halt irgendwie so einen richtigen Computermonitor für brauchte. Und das war aber irgendwie, ich bin auch nicht ganz durchgestiegen, weil manche Geräte hatten das eine, manche das andere und manche beides hinten eingebaut. Also ich denke mal, es gibt bestimmt irgendein Kabel im Zubehörhandel bei eBay oder so zu kaufen, wo man das irgendwie hinkriegt. Weiß nicht, also wie gesagt, der, da wo ich es jetzt gesehen habe, der hat tatsächlich im laufenden Betrieb umgeswitcht, weil er sagte, das geht nicht anders. Das weiß ich nicht, also, das ist schon spannend. Das war nicht so einfach. Wir hatten damals alle die gleichen Monitore von der Firma Smile. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, weil nämlich nur diese Monitore ab 15 Hertz quasi Signale empfangen konnten und darstellen. Und die brauchtest du halt, damit du deinen Archimedes anschließen kannst. Und alles, was ab 30 war, ging halt nicht. Deshalb hatten wir alle den gleichen Monitor. Schlimme Zeit. Aber weil du gefragt hast, warum man sich das jetzt heute nochmal anschauen sollte. Ich finde, das ist halt wie so, warum schaut man sich heute Citizen Kane oder Casablanca nochmal als Film an? Weil es Meilensteine waren, die wichtig sind für die Entwicklung des Genres oder des Mediums. Und deshalb finde ich, schadet es nicht, sich mal so ein Archimedes mal anzuschauen, sei es jetzt nur auf YouTube oder mit Emulator. Einfach nur, wenn man sieht, welche Schritte zum Beispiel Betriebssysteme gegangen sind und mit was wir uns damals nicht rumgeschlagen, sondern beschäftigt haben und damit man merkt, das ist ein Teil der Entwicklung. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn es damals nicht diese verrückten Engländer gegeben hätte, die das gebaut haben. Ja. Absolut, aber dann müsstest du doch eigentlich jetzt gleich in den Keller rennen und doch wieder anfangen. Das mache ich vielleicht. Müsstest du doch eigentlich das alte Gerät doch mal wieder rausholen und solltest du das irgendwann mal tun, dann hätten wir gern einen Einspieler, während wie du live dieses Gerät wieder anmachst und was deine Gedanken dabei sind. Flüche, also, meinst du? Das weiß ich nicht. Das ist ja, wie gesagt, du eigentlich hast es wahrscheinlich ja richtig gemacht. Du hast den Punkt gesagt und sagst, okay,
ich fand das toll, ich fand das fasziniert. Er steht da gut und jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, dann kriege ich ein tolles Gefühl. Mhm. Andere sagen, sie holen ihr altes Gerät wieder raus, schließen das an und kriegen dann einen Herzinfarkt, wie das gealtert ist vielleicht. Also das ist manchmal vielleicht ganz gut, die rosa-rote Brille aufzubewahren. Ich weiß es nicht. Ich habe ja beim Archimedes dieses Problem nicht. Beim C40 habe ich es eigentlich auch nicht, weil da mag ich die Sachen ja bis heute. Aber bei alten PC-Spielen haben wir, wenn wir darüber im Podcast sprechen, teilweise Probleme mit diesen 3D-Modi, die man heute nicht mehr ertragen kann, mit irgendwelchen isometrischen Sachen, die heute schwer sind. Es gibt halt Sachen, die altern gut und Sachen, die altern schlecht. Und die Technik hat überlebt beim Archimedes im Endeffekt. Jeder hat es heute in der Tasche, haben wir gesagt. Aber die Produkte selber, ist halt die Frage, ob die heute noch irgendeine Relevanz hätten oder haben. Das ist halt das, was ich manchmal schwer vorstellen kann. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt einen A3000 nimmt aus dem Jahr 1992, meinetwegen mit einem Original RISC aus 2 und den hochfährt. Also vorausgesetzt, man hat einen Monitor und muss das nicht wie dieser andere Nutzer über einen Zweitmonitor hochfahren und dann stöpseln oder so, dann wird man wahrscheinlich einen Herzschlag bekommen, weil es so furchtbar schlimm aussieht. Aber es sah auch schon damals schlimm aus. Okay. Wenn man vielleicht jetzt einen A3000 von jemandem, der sein System so ein bisschen gepimpt hat, also andere Icons und anderen Bildschirmhintergrund und vielleicht noch so ein paar andere lustige Erweiterungen. Ich glaube, da hat man das Gefühl, hey, man sitzt vor einem modernen Rechner. Weil eben diese ganzen modernen Sachen, die wir heute alle für selbstverständlich finden im Desktop-System, wurden alle im Archimedes konsequent eingesetzt. Ne? Also bis hin zu geglätteten Vektorschriften. Das gab es zuerst auf dem Archimedes. Und das würde wahrscheinlich relativ, also jetzt vielleicht von der Auflösung nicht, aber es würde grundsätzlich modern aussehen. Man könnte natürlich nicht damit arbeiten, weil es, ich glaube gar nicht, dass man mit dem Archimedes jetzt ins Internet zum Beispiel kommt. Das ist, oder zumindest wird es nicht so einfach sein. Aber auf den ersten Blick würde es wahrscheinlich akzeptabel sein, denke ich. Die Ideen haben sich ja auch definitiv durchgesetzt. Das ist ja der Punkt, der mich sehr, sehr überrascht hat. Mir war gar nicht klar, mit was für Dingen aus der Zeit oder von diesem Gerät, von dieser Firma wir heute noch zu tun haben. Das ist die große Überraschung für mich gewesen. Spielerisch hat es mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht umgehauen. Da hätte ich mir immer, auch damals wahrscheinlich lieber den Amiga, hätte ich dann weiter vorgezogen. Aber die Ideen, die es dort gab und den Mut, auch was Neues zu machen und nicht jetzt nur irgendwas abzukupfern, das finde ich, ist eine Faszination, die kenne ich bei keinem anderen Gerät in der Form, dass das wirklich auch so bahnbrechende Grundsatzentscheidungen waren damals. Und die hatten wirklich sehr gute Ideen. Man muss überlegen, es waren vielleicht 2-3 Leute nur, die das System insgesamt konzipiert haben. Federführend natürlich Roger bzw. Sophie Wilson. Aber die haben einfach auch im Detail sehr viele gute Ideen gehabt. Zum Beispiel gab es für Desktop-Programme ganz klar definierte Style-Guides, schon Anfang der 90er Jahre, als es auf anderen Systemen noch längst nicht so weit war. Und da hatten sie zum Beispiel für Buttons ganz klare Regelungen, die ich mir auch heute oft noch wünschen würde. Also wenn du in einem Dialog bist und es geht darum, soll jetzt die Festplatte formatiert werden, ja oder nein, dann heißen die Buttons heutzutage okay und cancel oder sowas. Ne? Mhm. Und auf dem Archimedes wäre das so gewesen, dass die Buttons heißen würden, ja, Platte formatieren, nein, danke. Also der Dialog wurde nochmal in die Buttons aufgenommen, in ganz vielen Applikationen. Es war einfach schön pädagogisch gedacht. Also der Nutzer wurde immer abgeholt, finde ich. Ja, die haben halt so eine Art Workflow schon gehabt, wo das damals noch irgendwie noch gar nicht so bekannt war eigentlich. Dass irgendwie das schon, ja. Was ja. Bringt. Wie gesagt, ein bisschen zu früh mit vielen Ideen vielleicht sogar. Hat einer von euch mal die Firma besucht oder gesehen, wie die arbeiten? Kennt sich da jemand intern ein bisschen aus? Tim. Ich hab die mal besucht. Es war auch noch etwas. Habe ich das bloß geahnt? Das steht ja. Das war zu den Großzeiten. Ich glaube, das war 1993. Und zwar war ich da mit einem Freund in England im Urlaub und wir waren auch in Cambridge aus einem anderen Grund. Und Akon hat damals in Cambridge gesessen. Und wir waren 19 waren wir. Und haben uns gedacht, okay, wenn wir jetzt schon in Cambridge sind, dann rufen wir doch einfach mal an und laden uns ein auf einen Kaffee oder vielmehr auf einen Tee. Haben wir da angerufen und gesagt, hier, wir würden gerne morgen vorbeikommen. Und dann haben die uns tatsächlich eingeladen. Also irgendein Acorn-Manager. Und das Gespräch hatten wir dann für den nächsten Tag vereinbart. Und dummerweise hatten wir gar kein Geld mehr. Wir waren total pleite und mussten dann nachts in irgendeinem Park in Cambridge übernachten, was total peinlich war. Wir lagen da und waren zugedeckt mit Handtüchern und so, weil wir waren nicht darauf vorbereitet.
Und dann kamen dann immer Fußgänger vorbei und haben uns da liegen sehen. Also es war kein tolles Erlebnis. Und entsprechend sind wir dann am nächsten Morgen zu Elkhorn gelaufen. Und ja, es war wahrscheinlich jetzt nicht der überzeugendste Auftritt, aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Wir haben dann 2 Stunden gesessen. Die haben ihre Firma in einem alten Wasserwerk, glaube ich, gehabt. Und ja, dann haben wir da mit dem ganz lockeren Elkhorn-Manager geplaudert über irgendwelche Sachen und noch andere Leute da kennengelernt. Und es war total familiär und nett. Also so wie die ganze Szene im Prinzip. War lustig. Oder hält man sich heute noch weiter über den Archimedes? Habt ihr jetzt noch außerhalb dieses Podcasts oder euch beiden noch Kontakt? Geht da noch was oder ist das auch eingeschlafen im Prinzip? Ich glaube, es ist eingeschlafen. Also wir haben uns über Facebook wieder gefunden, das haben wir nicht, vor 1 oder 2 Jahren oder so, kann es sein? Ja, ungefähr bin ich auch. Ja, genau. Und natürlich haben wir dann erstmal über die alten Zeiten gequatscht und so, aber jetzt haben wir, wenn wir uns mal unterhalten, haben wir andere Themen. Ne? Ja, gut, bei dir ist das Thema natürlich Wurst hauptsächlich, ne? Ja, und Spiele. Und Spiele. Ja, also ich kenne schon noch einige Leute von damals, also insbesondere alle Leute, mit denen ich damals in der Demo-Gruppe aktiv war. Aber darüber hinaus wird es dann schon ein bisschen seltener. Also eigentlich nur Leute, die damals Demos programmiert haben. Die kenne ich auch heute noch, ja. Ja, bei mir ist es lustigerweise so, dass ich irgendwie die paar Freunde, die ich habe, dass ich die alle noch aus den Amiga-Zeiten kenne, also wirklich alle schon so um die mindestens 20, 25 Jahre und dass wir auch halt immer in Kontakt geblieben sind. Aber die Themen haben sich halt schon im Laufe der Zeit geändert. Grundverbindung ist aber immer Computer und dann halt heutzutage aktuelle Computer. Wir reden halt nicht mehr irgendwie groß über einen Amiga oder so, aber ja, bei mir hat das irgendwie lustigerweise dann, war das ein sehr verbindendes Element sozusagen, was uns alle irgendwie über die Zeit zusammengehalten hat. Stimmt, jetzt wo du sagst, also wenn wir uns treffen oder wenn wir sprechen, dann reden wir oft darüber, dass wir zum Beispiel noch wissen, was ein Kilobyte ist und dass uns das Kilobyte viel wert ist. Ne? Und die Entwickler heute, die alles, was weniger als ein Terabyte ist, existiert gar nicht. Und Leute haben gar kein Verständnis, wenn man sagt, ja, kann man jetzt nicht diese Grafik noch ein bisschen besser packen oder so. Ne? Also diese technischen Aspekte von Computern, die sind natürlich heute Gesprächsthema. Also über Archimedes reden wir, glaube ich, kaum noch. Markus, wann gab es das letzte Mal in der GameStar einen Artikel über den Archon Archimedes? Du, den gab es noch nie. Und der Kollege Graf, der für unseren Magazinteil verantwortlich ist, der liegt mir ständig in den Ohren. Schreib doch mal auf, wie das damals war. Mach doch mal so einen Nostalgieartikel. Du kennst doch bestimmt noch jemanden von damals. Der darf eigentlich gar nicht erfahren, dass wir heute darüber reden, damit, weil ich ja eher Zeit hier im Podcast habe. Wie hieß der Herr noch? Ich glaube, wir müssen noch mal einen Link schicken. Tatsächlich ist es in Arbeit. Also ich habe auch schon jede Menge Stoff gesammelt, aber ich muss mich halt mal hinsetzen und vor allem Screenshots von alten Spielen rausziehen. Vielleicht sogar was auftreiben, was ich selber gemacht habe. Es wird noch viel Arbeit, aber irgendwann kommt da ein schönes, großes Retro-Special. Versprochen. Also dann sag uns auf jeden Fall Bescheid, wenn das passiert, weil ich denke mal, da sieht man das Ganze noch mal ein bisschen gebündelt und strukturiert, weil das klingt ja auf jeden Fall so, als wenn man sich über das Gerät auch noch mal gerne informieren kann als Außenstehender. Und ich denke, wir haben auch viele von unseren Hörern ein bisschen neugierig gemacht. Mhm. Letzter Bereich. Gibt es heute Quellen, wo man sich am einfachsten über den Archimedes informieren kann? Gut, man kann es googeln, man kann bei YouTube schauen, das ist klar. Aber gibt es irgendeine Quelle, wo ihr sagt, da bitte zuerst schauen, das macht Sinn? Ich kenne keine, leider. Ich auch nicht, ne. Ja, also ich habe eigentlich dann auch bei Wikipedia angefangen und da auch geendet, sozusagen, weil da ist halt ein recht guter Artikel. Also wenn man da forschen würde, würde man bestimmt was finden. Aber ja, da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung stecken müssen, dann hätte ich da vielleicht auch noch was gefunden. Mich würde vor allem interessieren, ob unsere Hörer Erinnerungen an Archimedes haben oder an die Firma Archon, ob sie selber vielleicht einen besessen haben oder heute noch einen besitzen. Ich denke, das wäre auch für unsere beiden Experten interessant, ob da Rückmeldungen kommen. Schreibt uns da gerne an, wenn euch Archimedes noch was sagt oder wenn ihr vielleicht tatsächlich jetzt auf den Geschmack gekommen seid und plötzlich mit der Emulation anfangt oder euch sogar mal so ein Gerät kauft, weil bei eBay und Co. gibt es natürlich auch immer eine Chance, solche Geräte sich anzuschauen. Also ich denke mal, es würde mich zumindest interessieren, wie ihr das heute seht und ob es da viele Fans noch gibt. Weil für mich war das immer so ein Nischenprodukt und ich habe auch erst heute begriffen, dass es wirkliche Auswirkungen auf die Jetztzeit noch hatte. Also deswegen
möchte mich auf jeden Fall schon mal bedanken, auch bei Markus, dass er die Idee hatte, mal über Archimedes zu sprechen. Bitte gern. Weil wir hätten von selbst dieses Thema mit Sicherheit nicht angerissen, das muss man ganz klar sagen. Ja, also wenn sich was da ergibt, meldet euch gerne mal wieder. Und ich denke, falls ihr plötzlich jetzt noch 20 Spiele findet, die doch toll sind, freuen wir uns über einen weiteren Einspieler, über eine Ergänzung zu dieser Folge. Denn wie gesagt, die Spiele kamen jetzt, ich sag mal vorsichtig, nicht ganz so gut weg. Das ist keine Schande, es war halt nicht in erster Linie ein Spielecomputer und wurde halt auch nicht so vermarktet, glaube ich. Insofern ist es jetzt auch kein Drama. Absolut nicht, aber vielleicht gibt es ja doch das eine Spiel, was wir jetzt vergessen haben. Und wie ich ja schon sagte, ich habe im Netz viele YouTube-Videos gesehen mit der Meinung von den Leuten, dass es Top-Spiele gewesen wären. Jeder hat dann ein Spiel genannt. Also wenn wir da was Entscheidendes vergessen haben, sagt gerne Bescheid und wir ergänzen das selbstverständlich. Genau, und als von mir nochmal eine Ergänzung, falls man sich so ein Gerät vielleicht mal zulegen will. Ich habe jetzt ganz kurz bei eBay geguckt, die Preise sind wirklich überschaubar. Also so, ich sehe so um die 60 bis 200 Euro, je nach Gerät, teilweise komplett mit Monitor und allem drum und dran. Also das ist jetzt vergleichbar mit den Amiga-Preisen, also eigentlich fast noch drunter sogar. Wobei, das finde ich dann doch eher, nennen wir es mal, bedenklich, wenn Sachen zu günstig sind, die alt sind. Das ist auch kein gutes Zeichen. Na gut, da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ich davon. Was bedeutet es denn, wenn es zu billig ist, dass es nicht funktioniert, oder? Vielleicht, dass es gar nicht mehr die hohe Nachfrage heute gibt. Also das wird mich mal interessieren. Wie viele Leute wirklich noch heute Gedanken oder erst recht Hardware, also Gedanken an die Archimedes verschwenden, beziehungsweise die Hardware auch noch zu Hause haben? Das würde mich wirklich mal interessieren. Na, wir sind ja sozusagen ein Multiplikator und wir treiben jetzt durch die Sendung die Preise in die Höhe. Ne? Morgen also ist der Archimedes bei eBay das Doppelte wert. Das haben wir schon mal heute geschafft. Also, schauen wir mal. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch beide und vielen Dank an Fab für die Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir zumindest bei unserem Retro-Kompott das Wort Archimedes nochmal wieder in den Mund nehmen werden in der Zukunft und vielleicht auch Leute auf den Geschmack gebracht haben. Vielen, vielen Dank. Wir danken. Ja, danke. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder auf der Homepage www.retrokompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comillusion in der Wandsbecker Chaussee 155 in Hamburg antreffen. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf patreon.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legenden-Interviews helfen können. Jingles sind übrigens tatsächlich Retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf Mixeller.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende, online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Code 53280,0.
Tor 53281,0 Tor 646,0